So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battletech. Ist jetzt alles schon eine Zeit her. Ich hoffe jetzt auch alles richtig mit dem Sound und so. Ich habe immer noch keinen zweiten Monitor und muss dann immer zwischendurch raustappen, checken. Aber es sollte alles soweit laufen und ich rede eh nicht umsonst. Ja, und Battletech ist jetzt schon eine Zeit her und ich sag mal so, von den Klickraten ist das jetzt natürlich hier videotechnisch vielleicht nicht so sinnvoll, aber ich habe zum einen Bock, diese Karriere fertig zu spielen, weiterzuspielen und zum anderen gibt eigentlich drei Gründe. Zweiter Grund ist, ich habe einen Kommentar entdeckt auf YouTube, irgendwie ist ja das Interface neu gemacht vor ein paar Monaten oder was weiß ich, das ist alles anders. Und vorhin habe ich das gesehen, dass jemand hier auch auf einem Battletech-Video kommentiert hatte und auch gesagt hatte, cool hier mit dem Gelaber und wie ich das angehe und so, das finde ich sehr cool, vielen Dank dafür. Und da dachte ich mir, ja zum einen, weil ich sowieso gerne spiele und weil das eine tolle Umsetzung des Tabletops ist und auch Battletech als Tabletop immer ziemlich cool war oder im Brettspiel Tabletop, habe ich gedacht, machen wir hier doch mal weiter und gucken mal, dass wir, also jetzt nicht einfach vorspulen, das sagte ich ja beim letzten Mal schon mal, nicht jetzt hier gezwungen irgendwie die Kampagne schnell fertig machen, aber doch gucken, dass wir einfach mal ein bisschen vorankommen. Ich habe ein, zwei Runden gespielt ohne Aufnahme, wollte ich ja eigentlich zuerst nicht, habe ich dann aber doch gemacht, weil ich irgendwie zwischendurch mal Bock hatte zu zocken, aber irgendwie dachte ich, boah, nee, komm jetzt wieder mit Aufnahme und Dings, muss ja nicht sein. Deswegen einfach so. Ihr seht, hier sind einige Mechs, die gerade repariert werden müssen. Weiß auch nicht, ob ich hier... Ah ne, hier kann ich auch sonst nichts mehr machen. Ich habe hier ein paar Missionen gemacht auf dem Planeten. Immer vor allem auf Loot gegangen, nicht so sehr auf Geld, weil eigentlich, also Geld habe ich ja, das ist jetzt hier nicht so das Problem. Ich gucke jetzt hier mal wegen der Reparaturreihenfolge, denn ich habe die einfach auf Reparatur geklickt und hier genau. Es ist immer sinnvoll, hier sowas, also die wirklich nur kurze, leichte Reparaturen brauchen, nach oben zu setzen, damit die eben auch schneller fertig sind. Wobei, ganz ehrlich, wenn man das zusammenzählt, ich glaube, der Transit zu einem anderen Planeten, da sind die eh wieder alle startbereit. Naja, und ich habe mir auf jeden Fall gedacht, aufgrund der Kommentare, okay, vielleicht probieren wir einfach mal den ein oder anderen Mech noch aus, auch in einer anderen Waffenkonfiguration oder so. Zum Beispiel hier den Zeus, den habe ich jetzt noch nicht so oft eingesetzt, finde ich aber ganz cool. Ich meine, er ist natürlich jetzt auch nicht so ausgerüstet, wie ein Zeus normalerweise ausgerüstet ist, aber egal. Also ich gucke einfach mal, dass ich sowas irgendwie ein bisschen einsetze. Zum Beispiel hier den Jägermech, den finde ich ja eh ganz cool mit den LSR 15, so feuerunterstützungsmäßig. Vielleicht kommt der ja auch mal nochmal zum Einsatz. So, sowas wollte ich gucken. Und ja, der dritte Grund, aber das erzähle ich euch, wenn wir hier, glaube ich, unterwegs sind. Der dritte Grund wegen Battletech ist, dass es, ich finde es mega faszinierend. Also ich habe ja ein paar, können wir hier den Flashpoint machen. Hat aber keine hohe Schwierigkeit, ist vielleicht ein bisschen wieder langweilig dann. Andererseits ist er nun mal direkt hier nebenan, wir machen den einfach. Tonnage Requirements Light kann natürlich ein Problem sein, weil ich nicht wirklich leichte Mechs hier habe. Phoenix Hawk ist Mittel. Dann müsste ich ein paar von denen hier quasi in Storage packen, andere bereit machen. Na gut, machen wir das einfach mal, würde ich sagen. Also schmeißen wir hier so einen Victor raus irgendwie. To Storage. Das ist halt schade, dass der sich, also man kann glaube ich auch Profile abspeichern, aber dass der sich das nicht merkt und man den dann einfach so wieder einsetzen kann oder so. Thunderbolt. Phoenix Hawk bleibt, weil vielleicht kann ich ja mittlere Mechs einsetzen, aber zumindest schon mal zwei hier, die Crab und den. Und Battlemaster ist zu geil, der bleibt. Die beiden bleiben. Warhammer setze ich wenig bis gar nicht ein, obwohl ich das eigentlich mal machen sollte. Also bleibt der, damit ich den auch mal einsetze. Das sind meine beiden besten Mechs, die Highlander, die bleiben. Banshee M bleibt, weil ich die einfach super cool finde. Archer Marauder, tja, okay, ich werde einen Grasshopper noch in Storage senden, wobei die ja halt echt ziemlich cool sind, aber ist ja egal. Und den Black Knight. Dann reparieren wir den nämlich gar nicht. Unable to store, achso, weil der... Okay. Den muss ich zuerst reparieren. Ja gut, dann repariere ich den halt doch. naja. Okay, aber drei Slots sind frei. Vierter wäre noch cool. Ich sage euch auch gleich den dritten Grund, warum Battletech geil, aber ich muss das mal eben hier mit dem Next machen. Wenn wir in Transit sind, mache ich das dann.
Tue ich den zweiten Victor in Storage. Auch noch. So. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn hier an leichten Mechs? Light. Firestarter Jenner. Vier Panther. Vier Panther halt. Javelin. Feuer Javelin. Geil. Spider. Urban Mech. Naja, noch ein Urban Mech. Also der eine mit AK-10, der andere mit 20. Also sind von den Aufhängungen unterschiedlich. Kommando. Flier. Ist natürlich beide Varianten. Das ist natürlich sehr leicht. Heuschreck. Nehmen wir mal einen Heuschreck, weil glaube ich kaum eingesetzt hier. Dann nehme ich noch auf jeden Fall okay, einen Firestarter nehmen wir, weil eigentlich ganz cool. Und einen Jenner auch. Sure thing. We'll see that it's prepped and ready. Jenner nehmen wir. Achso, das ist, weil der in Teilen ist. Okay. Und dann werde ich noch einen Panther nehmen, weil ein Panther sowieso gar nicht so schwach ist für einen leichten Mech. Ich meine, wiegt ja auch 35 Tonnen, ist ja fast an der Grenze zu mittleren. Aber wenn man da so ein bisschen auch diese Feuerunterstützungsrolle weiterhin ausfüllen kann. Die anderen sind ja eher schnell, aber wir nehmen Panther. So, das Doofe ist, ich kann die jetzt hier noch nicht fertig machen, weil die müssen quasi erst bereit gemacht werden und dann kann man die ausrüsten. Deswegen schiebe ich die jetzt auch ganz nach oben, damit, wenn wir zu dem Flashpoint geflogen sind, ich die auch auf jeden Fall alle einsetzen kann. Auch geil, man zieht den Locust hier diesem Highlander vor erstmal. So, Jenner, Panther. Okay. Ja, also der dritte Grund, warum hier gerade Battletech und hin und her ist, ich habe ja hier ein paar Minis, also einiges an Minis. Eigentlich gar nicht mehr so ganz viel, aber doch durchaus ein paar und auch anziehen und hin und her. Und ich habe, das hatte ich in irgendeinem Video schon mal erwähnt, einen Resin-3D-Drucker inzwischen und habe mir unheimlich viele Files runtergeladen, damit man auch Macs ausdrucken kann. Vor allem auch MechWarrior Online Designs und die sind also ähnlich wie hier auch einfach so ein bisschen angepasst, bisschen moderner, cooler und da sind echt richtig tolle Sachen dabei. Das ist manchmal problematisch zu drucken, weil die Dateien eigentlich gar nicht irgendwie für den Druck gedacht waren oder aus dem Computerspiel gerippt oder was weiß ich, keine Ahnung davon. Aber mit ein bisschen noch nacharbeiten und Files separieren, damit der Druck besser geht und hin und her, läuft das alles. Ich habe da auch jetzt schon einiges gemacht. Ich habe zum Beispiel einen Stalker, einen Katapult gedruckt, einen Archer. Und das macht richtig Laune und das macht dann auch direkt nochmal Bock mehr hier drauf, weil man halt echt sieht, so boah geil, ich habe jetzt hier die Mini genau in der Hand. Und da hat man auch direkt irgendwie auch nochmal Bock zu zocken. Geil, hier die leere Waffenaufhängung, also das finde ich auch sehr schön gemacht hier bei dem Spiel. Auch hier in der Mitte ist eigentlich die KSR auch leere Waffenaufhängung. Richtig cool, weil der ja noch nicht equipped ist, beim Jenner auch in den Armen noch nichts drin. KSR hier oben noch nichts drin, sehr cool. Naja, also und deswegen dachte ich, okay, zocken wir hier auf jeden Fall. Deswegen fliegen wir jetzt hier zu irgendeinem anderen Planeten, also nicht zu irgendeinem, sondern zu dem Flashpoint. Dafür sind jetzt die Light Max, genau, Hearts and Minds, Light Requirements, keine Nachfolgeaufträge, aber okay. Wir sind sowieso, glaube ich, im Moment, das ist doch hier, das ist doch Davion. Mit denen sind wir ja eigentlich ganz gut. Aber gut, egal. Wir fliegen jetzt dahin. Ich werde gleich bei der Reise nochmal unterbrechen und die Mechs ausrüsten, damit die auch auf jeden Fall einsatzbereit sind, wenn wir da sind. So, Jenner, Panther, okay, alles bereit. So, dann werde ich die nämlich jetzt mal equippen und dann vorziehen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Jenner. Ich meine, beim Jenner ist, finde ich, erstmal grundsätzlich die Frage, machen wir Jump Jets rein oder nicht. Ich bin ja eigentlich ziemlich großer Fan davon. Deswegen machen wir die auch rein. Cockpit Exchanger Büro. Alter, ja, Jumpjet. S Small, glaube ich, ne? Standard. Ja, okay. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, wie viel der tragen kann. 6. Wahrscheinlich kann er noch mehr. Ja. 7 kann er tragen. Okay, 6 geben wir dem mal. Dann sind wir bei 28,5 Tonnen. 3 hier, 3 da. Bisschen aufpanzern.
damit nicht einfach direkt beim leichtesten Beschuss irgendwas kaputt geht. 60, 60. Gucken wir mal, dass wir hier auf 30 Tonnen dann sind. Ich glaube sogar, ja, Beine. Ein hier, ein da. Okay, so, jetzt haben wir noch 5 Tonnen über. Jetzt könnte man natürlich wieder die Nummer fahren mit 4 Medium Laser und gut ist. Oder ein bisschen auf KSR gehen. Ich guck mal eben, wie viel die wiegen, weil KSR sind schon ganz cool. Vor allem hier die verbesserten, die einfach mehr Schaden machen. Hier also extra Damage. Wiegt eine Tonne. KSR 4 wiegt 2 Tonnen. Okay, da könnte ich. Hier ist sogar plus 4 Damage. Dann nehmen wir die und die. Haben wir 2 KSR 2, aber an dem Moment nicht die mit plus Crit, sondern hier die mit plus Damage. Dann nehmen wir eine Tonne Munition. Hierfür wäre jetzt eine halbe Tonne cool, gibt es hier aber nicht, meine ich. Nicht in den Center Button. Eigentlich auch nicht in die Beine oder. Na, ist egal. Also, okay. Zweimal KSR mit einer Tonne Munition und dann wird er jetzt noch 2 Medium Laser kriegen. Das ist nicht berauschend, aber ist jetzt auch gar nicht so scheiße. Ich meine, wir reden hier über einen leichten Mech, der sehr schnell ist und springen kann. Und deswegen, mache ich das einfach so. Medium Laser könnte man jetzt natürlich auch nach hier plus 5 Damage. Super geil. Könnte man natürlich machen. Hier sogar plus 10 Damage. Ist bei ihm nur relativ anfällig in den Armen. Aber wir machen das mal. Wir geben dem mal die super fetten Medium Laser hier. Weil der nämlich so relativ schlagkräftig ist. Also verhältnismäßig für so ein kleines Ding. Machen wir einfach mal. Mal gucken, ob ich noch irgendein Equipment reinpacken kann, was nichts wiegt. Weil das ist ja hier manchmal so. Zum Beispiel hier A-Mod wiegt nichts. Aber der soll auch nicht unbedingt zuschlagen. Cockpit-Mod immer gut, dass man Injury-Resistance hat. Weiß ich nicht. Machen wir lieber das. Weil, ich sag mal, der soll eh nicht getroffen werden. Und wenn er getroffen wird, dann ist eh schon schlecht. Hit Defense. Ne, das hier wäre cool, aber das passt da nicht rein. Und die Raketenslots sind nur hier in der Mitte. Das heißt, ich kann das da nicht reinpacken. Okay, dann halt nicht. Das From Above machen wir mit dem eigentlich eher sowieso nicht. Mehr View Distance ist natürlich cool. Ich glaube, das finde ich noch besser als das hier, weil das ist ja nun mal so ein kleiner Scout hier. Machen wir das, den verbesserten. Hier ist jetzt überall so verbessertes Equipment drin, das ist richtig cool. Targeting System, auch cool. Also jetzt natürlich nicht für hier für Energy, aber wiegt zu viel. Also es geht hier nicht. Okay, so machen wir es, finde ich ganz gut. Hat ein bisschen Panzerung, Hitzeeffizienz ist egal, weil er wird ranspringen, alle schießen und dann mal gucken. So, aber das wird auf jeden Fall passen. Das machen wir einfach mal so. Ich schiebe den gleich auch nach oben, aber erstmal die anderen ausrüsten. So, dann machen wir den Firestarter. Da geht nämlich eine Menge. Also der kann richtig was mitnehmen. Der hat richtig viele Waffenaufhängungen. Und was bei dem besonders cool ist, ist, dass der auch so viele hier von denen da hat, von diesen Support-Weapons. Weil da könnte man jetzt zum Beispiel, hatte ich ja schon mal gemacht, 6 MG reinpacken. Ich glaube, das mache ich auch, weil die halt dann eben keine Hitze machen. MG Plus, hier ist mit mehr Shots, keine Ahnung, habe ich aber nur eins von. Nee, der kriegt einfach nur die normalen MG, das ist schon gut genug, wenn der davon 6 Stück hat. Munition geht hier relativ schnell durch, habe ich gemerkt. MG-Ammo gibt es in Half, aber die anderen halt nicht. Okay, dann kriegt er 2 Tonnen. Weil so lange dauert eigentlich eine Schlacht immer gar nicht, ne? Na, ist egal, er kriegt 2 Tonnen. Er wird auf jeden Fall ein bisschen aufgepanzert und er kriegt Sprühdüsen. Die sind hier auch irgendwo. Jump Jet, Small. 1, 2, 3, 4. Jetzt wird es aber schon echt eng mit dem Gewicht. Auf 33 und dann noch 2 Medium Laser. Das ist jetzt nicht so geil. Und er hat wenig Jump Jets da nur. Dann bleibt es doch bei einer Tonne Munition. Und dann kriegt er zumindest 3 Medium.
Medium Laser. Oder wir gehen doch auf Small, aber dann werden wir ein Hitzeproblem kriegen. Ich guck mal eben, wie das aussieht, wenn ich hier die Medium Laser reinpacke. Mal auch hier den mit Plus Damage. Haben wir sogar noch welche von den ganz fetten. Kriegt er hier einen von den ganz fetten? Oder sogar beide. Kriegt er beide ganz fette hier rein? Ja, und jetzt ist die Frage. Leider, also hier gehen keine Small Laser, sondern das zählt zu diesen da, zu den Support Weapons. Genau wie Flamer auch. Jetzt ist die Frage. Also Hitze scheint ja kein Problem zu sein. Hat ja jetzt immer nur zwei Laser. Also sollte er auf jeden Fall noch einen dritten Laser kriegen. Dann kriegt er so einen normalen noch in so einem Arm. So, und jetzt könnte man alles in Panzerung stecken. Oder noch einmal Jump Jet. Nee, wir stecken mal alles in Panzerung. Weil, ich sag mal, der hat nicht seine volle Sprungfähigkeit hier, aber das muss er auch gar nicht unbedingt, sondern die Idee ist, dass der... Ja, nee, hier ungleich verteilen geht gar nicht. So. Die Idee ist halt, dass der läuft. Ich meine, er hat ja auch durchaus ein bisschen jetzt Panzerung. Dass er läuft, Schaden verteilt und eventuell dann mal wegspringt oder eben man die Jump Jets nutzt, um wenn alle wieder so relativ nah zusammenstehen, dass man dann einfach in der Lage ist, sich ordentlich zu positionieren. Kriegt er den Cockpit-Mod hier? So. Das gefällt mir ganz gut. So, jetzt haben wir hier zwei ganz coole Mechs. Den Panther können wir echt so ein bisschen Fire Support-mäßig machen, wie ein Panther das nun mal macht. Aber ich fand immer schon doof, dieses PPK-KSR ist ja eigentlich gut gedacht, dass dafür alles ein bisschen hat. Besser ist aber, finde ich, Large Laser LSR. Weil der einfach dann schön immer schießen kann. Der müsste eigentlich auch die... Ja, der kriegt auch die Jump Jets. Alle kriegen Jump Jets hier. Der kriegt auch seine 4. Mehr kann der, glaube ich, auch nicht fassen. Muss er ja auch nicht. So, 4 Jump Jets. PPK Minimalreichweite ist jetzt bei den Piloten, die ich inzwischen habe, egal, aber trotzdem, PPK auch immer geil eigentlich, sieht cool aus und ikonische Waffe und bla und was weiß ich, aber ist egal, wir nehmen hier, kriegt ja auch einen verbesserten Large Laser und ich möchte eine LSR-10 da rein haben, fände ich cool, weil er soll ja hier Fire Support geben, ja doch, passt auch. Eigentlich bräuchte der, wenn er wirklich Fire Support mäßig ist, bräuchte der 2 Tonnen LSR Munition. Dann habe ich halt nichts für Heat Sinks. Ja, ist aber eigentlich geil. Large Laser LSR mit 2 Tonnen Munition. Ich kann immer überall hinspringen, auf den Hügel oder wo er halt rumstehen muss. Man könnte jetzt noch weiter auf, mache ich auch, weiter aufpanzern, damit der auch einfach stehen bleiben kann. Also sollen sie doch drauf schießen, ne? Immer natürlich die richtigen Klassen, weil, aber so ist das hier eh, also wenn die Mission da vorgibt, hier du darfst nur leichte Mechs einsetzen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir jetzt hier nicht, dass wir nicht gegen, was weiß ich, irgendwas Krasses spielen. So, ich mache bei ihm auch die Panzerung eher nach vorne als nach hinten, das heißt, er ist hinten relativ anfällig, ist aber nicht so schlimm, weil, er ja sowieso vor allem rumstehen soll und halt Fire Support bietet. Mal gucken, ob ich noch irgendwas da fürs Cockpit habe. Hier habe ich doch Comm-System gesehen, da kriegt er halt das. Ja. Alles mega ausgerüstet hier, sehr schön. Right. So, schön für relativ weite Reichweite, für nah und den Locust. Ich finde ja den geil mit den zwei LSR-5, aber ich glaube, das passt hier nicht rein. Nee, tut es nicht. Ich glaube, so einen habe ich. Ist das der M? Ich glaube, das ist der M. Ich glaube, sowas habe ich aber gar nicht. Ja, vorher gucken müssen, nicht jetzt erst. Hätte ich auch gehabt. Okay, geil. Weil da, der hat die Raketenaufhängung.
Und der hat, glaube ich, in der Standard, also ein normaler Locust 1M hat, meine ich, ein Medium Laser, zwei Laser 5. Total geil. Nix an Panzerung, aber ist egal. Für einen 20-Tonner mit zwei Laser 5, der einfach rumrennt und die ganze Zeit immer ideal feuern kann, ist das super. Aber gut, haben wir jetzt halt nicht. Wir haben einen normalen Locust, der auch jetzt nicht schlecht ist. Bei dem muss man halt nur gucken mit den Waffen, weil das Ding ist, der ist für relativ Nahkampf gedacht, ja. Aber dafür ist er ja halt nicht wirklich gemacht mit seinen paar Panzerplättchen hier und sowas. Aber gut, machst du halt nichts, ne? Small Laser mit Fett Extra Damage. Mit Small Pulse habe ich sogar. Ja, kommt da aber alles nicht rein, weil der halt sehr anfällig ist. So, der kriegt zwei Small. Schade, dass der nur zwei von den Slots hat. Okay, zwei Small, zwei Medium. So eine Variante gibt es auch. Das ist nicht der 1E, meine ich, weil 1E ist der Standard. Der, meine ich, ein Medium und zwei MG hat oder so. Aber wir machen das so, dann ist der nämlich relativ schlagkräftig. Der kriegt keine Sprungdüsen, hat ein Locust ja auch eigentlich nicht. Und eigentlich auch nicht. Gibt keine Variante, die das hätte, also nicht, dass ich wüsste. So, aber wir machen das so. Zwei Medium, zwei Small. Eigentlich ziemlich geil. Der hat für seine Verhältnisse sogar schon recht viel Panzerung. Das Ding ist halt nur, dass er ja nur 20 Tonnen wiegt, ne? Also das ist ja alles nichts. Hier ein Medium Laser und man ist direkt im Arm. Aber gut, kannst du nichts dran machen. Das bleibt jetzt so, ja. Firepower, das sieht jetzt hier alles ziemlich mies aus, aber eigentlich ist das ganz cool, weil der super schnell ist. Und ich meine, zwei Medium und zwei Small Laser auf einen leichten Mech oder auf ein leichtes Fahrzeug, auf einen Striker oder so, das ist jetzt nicht nix. Also das ist schon okay eigentlich. Ich setze die wieder ganz nach oben, damit die, ja, die werden aber nicht alle fertig. Aber ich setze die trotzdem ganz nach oben, damit die am ehesten einsatzbereit sind. Ah, das hier finde ich echt ätzend, dass man die alle einzeln klicken muss und ich die nicht einfach da nach oben ziehen kann oder so. Hunter Archer, Jenner, Firestarter, Locust, Panther, genau. Okay, so, und hier habe ich doch gesehen, der Locust ist am kürzesten, den mache ich nach ganz oben. Danach ist der Jenner fertig, dann der Firestarter und der Panther. Ja, machen wir mal so. Und fliegen mal weiter. Ich weiß nicht, ob ich das in einem der letzten Videos gesagt hatte. Das hier im Vergleich zu MechWarrior finde ich, was so dieses, also zum einen ist die Kampagne hier natürlich viel geiler und das ist alles besser gemacht, aber auch, dass man die Argo hat, also dass man so ein Schiff hat, als fliegende Basis quasi, finde ich super cool, weil ich finde das so blöd, dass man bei MechWarrior immer nur in diesem Leopard Dropship rumreist, ja, und aber alles irgendwie dabei hat. Ich meine, man kann auch 100.000 Mechs in Storage packen, man hat die ganzen Piloten und bla. Und auf den Leopard passen ja nur vier drauf, wohingegen hier die Argo, ich glaube, an die Argo können sogar mehrere Leopards andocken, theoretisch. Das finde ich wesentlich besser und logischer. Und das so stelle ich mir das auch vor, dass so eine Söldnereinheit mit so einem Ding da halt, das ist ja jetzt hier irgendwie so ein geiles Lostech-Ding, irgendwas, ne, aber mit so einem Dingsraumschiff, altem umgebauten Frachter, keine Ahnung was, unterwegs ist und das quasi so als mobile Einsatzbasis nimmt, finde ich mega. Und das ist halt hier super geil gemacht. Okay, wir haben hier ein Event. Also Darius hat irgendwie ein Problem mit Mokassin, ist ja einer der MechWarriors. From the outside. Okay, also die macht da irgendeine Aktion, was aber nicht okay ist. Okay, kannst du mir das hier... Genau, die ist irgendwie nach draußen gegangen, also außerhalb des Schiffs, ohne dass das irgendwie erlaubt war, ohne Alarm auszulösen, weil hier ist Niki und so weiter, aber er hat die irgendwie trotzdem erwischt und deswegen soll die das jetzt erklären. Jetzt sagt die, ja, ich musste einfach irgendwie mal da raus, Commander. Es ist da draußen... Okay, Mokassin ist offensichtlich ein Mann, keine Ahnung. Es ist da draußen so friedlich und ruhig, dass man einfach so schweben kann und so, nur ich und die Sterne, keine Explosion, bla bla bla. Einfach nur schön calm and quiet, also so schön ruhig und ja, ruhig halt, ne? So, und jetzt deswegen sagt er jetzt, okay, das hätte ja auf 100 verschiedene Arten und Weisen schief gehen können, das geht ja nicht,
der Typ hier hat Glück gehabt, dass nicht er oder überhaupt irgendjemand gekillt wurde dabei. Also deswegen, was sollen wir jetzt damit machen? So, ich kann jetzt sagen, ja, wir machen natürlich, also ich habe hier verschiedene Optionen, ist alles cool, aber meistens ist das hier, wenn man irgendwas hat, immer das Beste. Da ich den Low-G-Pool habe, also ich habe ja alles irgendwie schon der Argo. Ich meine, das Prinzip ist auch geil, ein Swimmingpool mit Low-G, dass man da irgendwie so halb schwebt und weiß ich nicht. Aber eben so, dass das Wasser trotzdem mal im Becken ist, aha, wäre sonst ein bisschen albern. Und jetzt kann ich einfach ihn daran erinnern, so, ey Junge, du kannst doch hier die Sterne und alles auch reinziehen vom Low-G-Pool. Da hast du ja das gleiche Gefühl und wir haben ja so ein Ding. Hast du das etwa vergessen? So, und jetzt sage ich, ey, wir haben so viel Kohle da reingesteckt, dass wir den Low-G-Pool haben. Wieso gehst du nicht einfach dahin und ziehst dir das rein? Er überlegt sich das so, ah, okay, ja, stimmt, das ist eine gute Idee, Commander. Ja, weil ich habe da ja noch nie dran gedacht oder was, Alter. Und jetzt sagt hier ich, oder sagt der Commander halt, ja, natürlich habe ich dir ja auch gegeben, den Hinweis. So, und jetzt jetzt musst du auf jeden Fall aber zu Dr. Murat gehen und dem erzählen, was du mit der Tür gemacht hast, weil hier Manipulation, damit der Alarm nicht ausgelöst wird und so. Und was auch immer du an Hilfe leisten musst dafür oder was sie braucht, um das Ding hier und diese Sicherheitslücke wieder zu schließen, das wirst du dir auch anbieten. Und wenn du das gemacht hast, dann darfst du so viele Freistunden, die du halt hast, Freizeit oder so, in dem Low-G-Pool verbringen, wie du irgendwie willst. Okay, Deal. So, dann passiert das offensichtlich. Und das nächste Mal, als ich dir irgendwie treffe, okay, ja, sieht man, ne, dass er halt so total durchnässt und Dings und so ist und weil er eben die ganze Zeit jetzt in diesem G-Pool abhängt oder so, in dem Low-G-Pool und es gibt auch keine irgendwie komischen Berichte mehr von irgendwelchen Sachen, die schief laufen oder bla bla bla. So, und deswegen, weil das alles so ist, hat er den Tech Rebellious verloren, was sehr geil ist. Deswegen ist dieses Event nämlich sicherlich erst nur getriggert worden. Finde ich sehr geil, sowas. Und er hat noch High Spirits für die nächsten 14 Tage, also ja, hat einfach, also das, was da steht, able to use Inspiration Abilities more often in Battle ist, weil das weniger kostet, kann der die häufiger einsetzen. So, ziemlich geil. Okay, auf jeden Fall sind wir hier angekommen. Wir beginnen direkt diesen Flashpoint. Und so, jetzt sprechen wir mit ihr. Hallo, willkommen. Ja, sorry, dass ich euch jetzt hier bis in so ein System am Arsch der Welt irgendwie ziehen musste. Also so ähnlich steht das halt da, ne? Und wie du ja vielleicht weißt, sind wir hier in einem Territorium, was früher mal zu der Kapellanischen Konföderation gehört hat. Ja, und leider, weil die haben das hier halt eingenommen, ist ja Davion-Raum. Aber leider sind halt viele von den Bewohnern hier noch eher dafür, zu Liao zu gehören und eben deren Herrschaft sich zu unterwerfen. Und jetzt sagt er, ja, natürlich wollen die das, du hast ja immerhin ihren Planeten annektiert. So, und sie sagt natürlich jetzt, nein, wir haben die ja beschützt vor einer Regierung, die sie irgendwie in einem Zustand der Armut halten wollte und bla bla, natürlich war House Diamond sind die Retter, ist ja klar, sind ja eher so die Engländer, Amerikaner, ne? So, wir haben denen hier Kultur, Gesundheit und alles sowas gebracht, ja, ist klar, okay. Okay, jetzt sagen wir, oh ja, wie freundlich von ihnen, so, politische Situation, bla bla bla, okay, und wir sollen jetzt so eine Gruppe quasi rausnehmen, die dafür zuständig ist, dass die Leute so drauf sind. Aber eben nicht die ganze Gruppe, sondern nur tatsächlich die Anführer. Das sind zwei Personen, die ganz klar ausgemacht sind, nämlich hier dieser Navaha Norcus und ihr Mann Mattis Bishop Crenshaw. Okay. Ah, okay. Die sind quasi so die Chefs oder so oder Führungspersonen vom Emerald Dawn. Das ist so eine Pro-Liao-Bewegung. Und die sollen wir halt platt machen. Okay.
sie sagt jetzt hier von wegen so Public Relations Standpunkt, da wäre, wenn wir jetzt diesen Dorn selbst angreifen würden, schlecht. Deswegen machen wir das auch nicht, weil die einfach alle hinter denen stehen und sowas. Aber wenn man die irgendwie, also eher so Assassin-Mission, ne, wenn wir die irgendwie hier von ihrer Macht entfernen können, also oder denen die Macht nehmen können, irgendwie leise und schnell, dann würde dadurch der Emerald Dawn vielleicht sogar komplett neutralisiert. Deswegen auch eine Low-Tonnage-Lens. Also, ne, schön alles sneaky und schnell. Ja, okay. Aha, sieht ja aus wie ein schwieriger Auftrag und so weiter. Okay, ja, gut. Die will auch hier genau im richtigen zum richtigen Zeitpunkt dann ankommen, eine große PR-Nummer daraus machen und so. Aber okay, gut. Good Hunting, ja, alles klar. Dann würde ich mal sehen, gucken wir mal, wie das läuft. Die diskutieren jetzt noch so ein bisschen hier von wegen, der eine findet wieder gut, der andere nicht. Da ist ja immer so ein bisschen hier noch, finde ich auch ganz cool, dass man so ein bisschen Story noch da drin hat. Ich glaube, die Mechs sind aber noch alle nicht fertig. Kann ich mir nicht vorstellen. Gucken wir gleich mal. Aber ich klicke erstmal in den Contract, weil vielleicht geht das ja doch. Oder vielleicht ist ja gar nicht coole Mission. Also guter Schwierigkeitsgrad können wir gleich noch machen. Maximum Loot. Wobei ich nicht glaube, dass hier viel mit Loot ist. Maximum 55 Tonnen. Von wegen eine leichte Dingslanze. Ja gut. Aber in dem Fall können wir nämlich den Phoenix Hawk und die Crab hier, den Big Steel Claw Crab, einsetzen. Was wir natürlich auch machen werden. Jenna ist fertig und Locust und die anderen nicht. Ja, okay, dann passt doch. Dann nehmen wir hier die Big Steel Claw, den Phoenix Hawk, den Jenna und den Locust. Da sind wir jetzt natürlich tonnagetechnisch ein ganzes Stück drunter unter dem, was wir maximal dürfen. Aber ist ja egal. Ne? Muss ja auch ein bisschen herausfordernd sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht der Locust drauf geht. Deswegen sollten wir eigentlich nicht da den besten Piloten reinsetzen. Wobei, ich habe ja alles nur beste Piloten. Wir machen das einfach mal. Deploy. Sehr geil, Biom ist urban. Also schön Stadtkampf. Deswegen sehr gut, dass wir die Sprungdüsenwahl dabei haben. Wobei, ich glaube, dass die Crab keine hat. Also eine Crab hat eigentlich keine, aber das ist ja hier so eine besondere, die ich ja irgendwie in so einem Event da gekriegt habe. Oder auch einem Flashpoint oder so. Aber ich meine, die hat trotzdem keine Sprungdüsen. Abfangen, eliminieren und dann das Dropship von Dings hier anfunken, von der Cunningham-Frau da von Davion. Und dann sind alle happy. Wenn das mal so glatt geht. Ich bin immer irritiert, dass er immer sagt, so ja, hier Clarence. Und ich denke dann immer, Alter, wer ist denn Clarence? Aber das ist ja der Name, den wir hier ursprünglich eingeben haben. Interface initiated. Aber alle kennen ihn nur als Starbird, deswegen. So. Phoenix Hawk sieht direkt schon wieder geil aus mit den zwei Knarren. Okay, sporadische Treffer. Er hat auf jeden Fall Leibwächter, ist ja klar. Aber wir können noch nicht genau sagen, was. Okay, er warnt uns direkt schon, ey, ich weiß zwar nicht, wer ihr seid und was ihr hier wollt, aber wenn ihr irgendwie in Sensorreichweite kommt, dann werde ich den Befehl geben, euch einen Platz zu machen. Jetzt sagen wir hier so, okay, cocky son of a bitch. Ja, der kriegt jetzt. Rolling. So, und das ist halt direkt wieder das Geile bei dem kleinen Max. Die sind super schnell. Roger. Ich meine, Phoenix Hawk und eine Crab sind ja jetzt mittel, aber sind ja trotzdem eher schnell und gleich. So, was haben wir da als Gegner? Wieso ist da eine 1 bei? 1 ist entweder Türme oder Assault. 60 Tonnen Vehikel. Okay, es sind alles nur Fahrzeuge. Aber trotzdem, ne? Location confirmed. Lassen die gleich erstmal kommen, deswegen gehe ich noch nicht hier irgendwo um die Ecke. Dieses Emerald Dawn Zeichen ist ganz cool. Also ist ja quasi wie... Okay,
Okay, da wäre man in Sicht. Das wollen wir ja nicht. Ist quasi die Hauzeichen, aber in ein bisschen anders. Tja, aber wie bewege ich den, dass ich hier schön viel Evasion drauf kriege? Weil hier werde ich sichtbar sein gleich wegen Beschuss. Also ich muss irgendwo hier hinterbleiben. Oder kriege ich nicht viel Evasion drauf? Okay, dann gehen wir. Das ist aber auch doof. Weiß ich nicht. Reserve. Warten wir erstmal ab. Standing by. Simulieren, das ist okay. Waiting for orders. Big Steel Claw ist echt nicht so schnell. Dann wird die sprinten und zwar hierhin, damit sie im Prime Spot steht, quasi, um gleich anzugreifen. So, mit dem Locust muss ich gucken. Vielleicht sollte der auch hier hinten abfangen, weil das nur ein 25 Tonnen wiegt. Ich glaube, das finde ich ganz gut. Ja, das mache ich. Der wird da hinten. On my way. Tonner. Okay, keine Ahnung, wieso die hier eine 1 dabei haben, aber... So, jetzt könnte man hier um die Ecke und einfach voll drauf, aber ich mache erstmal noch Reserve und lasse die erstmal kommen, beziehungsweise sich bewegen. Okay, und da kommt auch ein Mech. Das heißt, wir haben Outriders, Vanguard und halt den Typen. Wahrscheinlich hätte ich echt einfach schnell weiterrennen können und hier einfach den Typen fertig machen, aber... Commander? Ja, wir gucken mal. Wir machen die alle fertig, Junge. 45 Tonnen Mech. Okay, nichts passiert, aber halt einen Evasion Marker verloren. So, und ich werde noch ein letztes Mal reserven, weil dann haben bis auf den einen alle vor mir gezogen. Und ich kann schön schießen und bin dann quasi direkt danach nochmal dran mit den Leichen, wenn man so will, ne? So, Scorpion. Mit einer Ultra K5. Hey there. So, jetzt ist halt das Ding. Der hat sich perfekt hingestellt, weil das Heck da gedeckt ist. Waiting for orders. Aber egal. Müssen wir den vielleicht von der Seite beschießen? Das wäre okay. Komme ich aber mit dem Small Laser nicht dran. Aber nirgendwo sonst kriege ich vernünftig Evasion. So, und das ist jetzt das Ding. Im Battletech-Brettspiel wäre man jetzt hier vielleicht einmal komplett drumrum gelaufen, was sicherlich von der Bewegung passt. Ne, noch besser, man wäre hier drumrum gelaufen und wäre dann hier irgendwo im Wald und würde dann von da schießen und hätte viel Evasion dran. Geht hier aber, meine ich, nicht. Ne, weil ich kann nicht zum Beispiel mit Shift oder sowas sagen, okay, über den Punkt, den genauso rumlaufen. Weil wenn ich den jetzt hier hinklicke, habe ich nur 2 Evasion. Das ist halt scheiße. Aber der hat ja voll die große Bewegungsreichweite. Aber ja, kannst halt nichts machen. Dann würde ich sagen, müssen wir irgendwo tatsächlich hier auf so ein Viererfeld gehen. Oder, warte mal. Nee, kriege ich den Torso nicht gedreht. Hier auch nicht. Hier wäre ich noch in Schussreichweite. Okay, machen wir mal so. Kann ich jetzt halt nur die Medium Laser schießen. Aber besser als nichts, würde ich sagen. Natürlich eine Panzerung schaden. So, und ich denke jetzt mit denen allen hier vor und die kaputt machen. Also mal gucken, was da so ist, aber das wird ein Striker sein. Ja, machen wir einfach. Rücken wir vor und drauf. Was haben wir hier? Bulldog, nicht schlecht. Inferno Carrier. Ich glaube, ich gehe zuerst auf den Bulldog. Ja, ich habe 2 Flamer und den ganzen Kram hier. Ja, wir gehen auf. Commander? Affirmative. Ja, erste interne Schäden. Ich muss mal ganz kurz nochmal was checken. Kleinen Moment. Das sieht immer noch alles gut aus. Okay. Commander. So, wir müssen auf jeden Fall hier von der Seite noch schießen, damit wir ihn vielleicht geknackt kriegen. I copy. Sollte eigentlich jetzt. Enemy vehicle destroyed.
damage is minor, Commander. Need something, so, das ist natürlich geil, dass er sich jetzt bewegen kann. Ich gehe mal, glaube ich, das... Hä? Nach Front getroffen? Komisch. Okay, ich gehe hier hin, hab dann den Wald und kann mit allen Waffen schießen. Ja, wieso habe ich den denn von da hinten davon? Okay, hat zum Glück gereicht. Sehr schön. Also keine Ultra AK. So, und jetzt müssen wir hier weitermachen. Der Inferno Carrier oder den Striker. Der hat einen NARC und einen LSR-10. Das Inferno-Ding macht halt schön Hitze. Ich glaube, ich gehe zuerst auf den Striker. Moving to position. Tja, und das ist halt das Problem, ne? Diese Mechs haben nicht die Schlagkraft, um direkt einfach so ein kleines Fahrzeug hier wegzumachen. Commander? Bisschen Overkill, aber... All weapons are go! Frag the vehicle! 4 Max, wenn ich das richtig gesehen hab. Hinter dem wäre cool. Aber... Ah, vielleicht... von da... treffe ich von der Seite, das könnte sogar reichen. Sorry, könnte sogar reichen. Putting my weight into it. Ja. Naja, eine Combat Lance ist so... geht so, ne? Also ich meine, okay, war eine Combat Lance, aber war halt nur ein Fahrzeug. Aber okay, das haben wir quasi ohne wirklich eigene Schäden zu haben hinter uns gebracht. So, und jetzt haben wir nämlich hier 20, 35, 45. Okay, ist das alles? Nein. Jo, in dem 45-Tonner sitzt der Typ selbst. Good to go. Dann sprinten und zwar nach da, weil wir müssen ja nicht unbedingt direkt hier hinten auf die Straße stellen. Stadtkampf-Maps finde ich sehr cool, also das macht schon richtig Bock. So, ja, oder auch sprinten oder jumpen wegen höherer Evasion, ich glaube, das mache ich. Und dann Brace, genau. Waiting for orders. Also die Crab ist echt verhältnismäßig langsam irgendwie. Ich meine, klar, die Kleinen, aber ich meine, Phoenix Hawk ist ja auch schon schnell. Nur 2 Evasion mache ich trotzdem. Ich stelle den Gebraced hier hin. So, und in der nächsten Runde ist dann ein Angriff. How's it going? Man könnte jetzt mit dem Phoenix Hawk hier hingehen, dann gleich rüberspringen. Aber... mache ich nicht. Ich laufe einfach hier hin. Und so ähnlich wie vorhin, nur andersrum. Also schön hier um die Ecke, der kommt dazu und dann einfach zack, zack, zack drauf. Der Gegner macht es eigentlich richtig, der teilt sich so ein bisschen auf. Ich mache aber erstmal Reserve, lass die erstmal ziehen. Man kriegt einen ordentlichen Vorteil, wenn man von oben irgendwie schießt. Also wenn man oben auf dem Dach schießt und runterballert, trifft man die Gegner wesentlich leichter, als wenn man zum Beispiel von unten nach oben schießt. Aber kann jetzt nicht verhindern. Könnte hier. Nee, wir gehen. Okay, wir gehen hier hin und greifen ihn direkt an. Rolling. Blackjack. Und ich komme. Ja, mit allen Waffen, ne? Ist aber nicht so schlimm. Er ist natürlich hier jetzt gut auch gebraced und so, das ist aber egal. Einfach alles, was geht. Yes, Commander. Firing on target. Stehe ich natürlich da ziemlich exponiert, aber das ist nicht ganz so schlimm. Mit dem Jenner wäre das nicht ganz so geil. Deswegen werde ich mit dem Jenner mal hier hinjumpen. Hab super viel Evasion dran. Ich hoffe mal, und wir machen hier auch noch Vigilance, ich hoffe mal, dass der nicht im Nahkampf geht. Schon okay mit der Hitze.
können ja gleich den Dissipation da anmachen. Okay, und das ist okay, weil ich sag mal, er ist schwieriger zu treffen als der zum Beispiel. Ich würde trotzdem drauf schießen, aber gucken wir mal, was der Gegner macht. Im Idealfall soll der Locust eigentlich kein Feuer fressen, aber weiß man immer nicht. Okay, den Jenner kann ich direkt nochmal ziehen, was sehr schön ist. Dann werde ich jetzt... Ah ne, das macht aber nicht viel Sinn. Ich könnte dem in den Rücken schießen, aber dann stehe ich hier mittendrin. Komme ich gar nicht ran so. Okay, von hier. Beim Locust im Rücken schießen, wäre auch geil. Ah, aber dann steht der Jenner da echt ziemlich exponiert und alle werden gleich drauf gehen. Das müsste laut Anzeige auch noch gehen. Ich mach das einfach mal. Affirmative. Den kriege ich sogar im Rücken. Sehr schön. Okay, dann machen wir mal alles an. Erstmal Coolant Band. Dann Vigilance, weil wir haben eh aufgrund toller Moral immer hier genug. Und ab in den Rücken. Ja, die Sache nämlich notiert. Und, okay, der Plan ist perfekt aufgegangen. Torso zerstört, Munitionsexplosion, Center dadurch auch noch alles zerstört. Ein Mech raus. Sehr schön. So, mit dem Locust. Warte ich einmal ab. Reporting minimal damage. Okay, also auf die zwei können sie ruhig. Ah, natürlich wieder genau auf den Kopf. Direkt der Pilot verletzt. So was ist scheiße, aber. Ja. Commander? So, Big Steel Claw. Ja, doof, dass der jetzt diese Evasion-Dings da noch dran hat. Ich sollte dann. Okay, dann gehe ich den Jenner hier erst an. Ist ja noch viel besser. Ja, das mache ich. Gehe den Jenner an. Und. Nimm sogar mal Precision Strike dazu, einfach eine bessere Zielgenauigkeit zu haben. Oh krass. Target down. Das, ich meine, ich habe ja jetzt gezielt auf den Center geschossen, aber ich habe so gut und so viel im Center getroffen, dass das Ding auch direkt weg ist. Das ist natürlich geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, er ist da oben hingesprungen. Ich glaube, ich lasse den echt erstmal und laufe hier hinten weiter rum und mache die anderen kaputt. Weil hier ist ja, sind ja noch ein paar andere. Oder auch nicht, weil er jetzt gerade ja hier relativ alleine ist. Ja, dann gehen wir doch wieder. Weil ich weiß nicht, ob die anderen jetzt... Ob die sehr schön Hälfte Bewaffnung fast weg. Ob die anderen vielleicht auch wieder gebraced sind und so und dann... Waiting for orders. Ja, machen wir doch das. Location confirmed. Locked on target. Auch hier, man könnte durchaus jetzt weiter gezielt schießen. Ich hätte zum Beispiel auf den anderen Torso gezielt schießen können. In der Hoffnung, den auch noch kaputt zu machen und damit die ganzen anderen Waffen noch rauszuschmeißen. Aber muss ja nicht. So, ist jetzt eine neue Runde schon, ne? Need something, Chief? So, Locust. Oh, das ist super. Gute Position, Firm. Geschützt von den anderen und kann alle Waffen feuern. Firm. Alles getroffen, sehr schön. Linke Torso ab. Okay, aber das war da, wo eh schon der Arm weg ist. Kommando wahrscheinlich. Schwerer Laser, mittlerer Laser, KSR, muss Kommando sein. Die 25 Tonnen. So. Orders. Gucken, ob ich mit dem auch so eine gute Position kriege mit dem Locust. Zwar nicht ganz schlecht, aber auch nicht super, weil nur 3 Evasion. Besser. Ja. 4 Evasion, geschützt vor den anderen da hinten. Und ich treffe von der rechten Seite, wo der Arm noch dran ist. Ich sage ja, hierhin gezielt schießen. Aber mache ich jetzt nicht. Einfach so, Trefferwahrscheinlichkeiten sind gut. Sehr schön. I think I hit something good. Damit ist der Blackjack eigentlich erledigt. Ich glaube, der hat die Medium Laser im Torso oder so. Oder auch, ja, okay, wahrscheinlich da, wo jetzt schon, genau, wo kaputt ist. Ja, das heißt, er kann eigentlich nichts mehr machen.
Waiting for orders. So, Big Steel Claw, du kannst da nichts machen. Alleine vorrücken ist aber auch dämlich. Machen wir das. I'm there. Das Vigilance. Und auf den schießen. 10-4. Oh, fast alles daneben, ist nicht so geil. Standing by. Da drehe ich den da hinten den Rücken zu, ist eigentlich dämlich, aber ist mir egal. Ja, noch nicht kaputt. Sowas. Der da hinten dreht den zwar den Rücken zu, hat aber hohen Evasion-Count. Und die Steel Claw hier gar nichts, aber ist, also ist leicht zu treffen, aber ist dafür hier geschützt. Deswegen hat der Gegner quasi die Wahl. Ob er eher so den sicheren Beschuss wählt, aber dafür ja nicht so viel Schaden macht. Und ich meine, ist ihm auch noch relativ egal. Oder aber sagt, ah, okay, ich versuch's mal hier, weil Rückentreffer immer geil, der hat da nicht viel. Aber ich treffe ihn halt kaum. Ready for orders. Sollte man trotzdem nur nicht zu viel mitspielen, denn ich sag mal, Rückentreffer sind generell eigentlich immer scheiße. Coordinates received. Selbst bei so einer geringen Trefferwahrscheinlichkeit. Sehr schön. Aber ein Terrorist down, ganz klar. Eigentlich würde ich sagen, musste er jetzt nur sterben, weil der am Anfang so großkotzig war, so von wegen, wenn du hier in meine Sensorreichweite kommst, dann befehle ich allen meinen Leuten direkt dich platt zu machen. Weil das löst ja direkt immer in mir sowas aus wie so, ja, das wollen wir da erstmal sehen, Junge. Gucken wir mal, wer hier wen platt macht. Achso, hier geht's gar nicht runter. Deswegen konnte ich da vorhin auch nicht runter und den angreifen, weil diese Big Steel Claw hat irgendeinen Mod im Arm, meine ich. Arm-Mod. Die macht nämlich viel mehr Schaden als normale. Das normale Crap. Jetzt wieder einen anderen Mech anfangen, ist doof. Ich mach's trotzdem. Weil ich da jetzt nicht mehr wirklich viel Angst habe vor den beiden. Aber das ist ja eigentlich was, was man nicht macht. Also Feuer aufteilen, sondern besser immer einer nach dem anderen. Und ja. Okay. Super krass, wie weit der Lokas kommt. Ich meine, klar, das ist jetzt mit Sprint, der kann jetzt nicht mehr schießen. Aber falls es noch eine nächste Runde gibt. Und steht da dafür genau richtig. Roger that. Ja, wir gehen nochmal auf Kommando. Sehr schön, KSR-Munition explodiert, Torso ab, Arm ab. Jetzt könnte der Locust. Ja, machen wir auch. Und gehen hier auf den Location confirm. Rechte Torso ab, rechte Bein ab, umgekippt. Und der Pilot ist raus, weil der hat Schaden bekommen durch Torso umfallen. Ja, und wahrscheinlich hat er dann nur die 3 Punkte. So, der Gender nach hier. Acknowledged. Dieser Locust da, der kostet fast nichts an BV. Also, jetzt das BV-System früher kostete halt ganz wenig nur an BV. Was ihn deshalb zu einer sehr geilen Auswahl macht. Weil man denkt immer so, ja, hier 20 Tonnen ist ja albern und der kann ja nichts. Auch so der Standard mit dem 1 Medium Laser und 2 MG. Ich meine, geil ist das jetzt nicht. Aber kostet halt fast nichts. Also der mit den MG sowieso. Und, das muss man dann halt auch immer berücksichtigen, ne? Wenn man zum Beispiel, man hat sich ja früher immer auf hier Story und so, könnte ja Pause machen oder sowas. Okay, also ihm kommt das also ein bisschen komisch vor, das Timing. Ah, okay, jetzt kann ich bestimmt eine Entscheidung treffen. Wir werden nämlich jetzt von dem Emerald Dawn kontaktiert. Nein, ich habe es früher gerne gemacht, zum Beispiel, wenn man sich darauf einigt mit dem Gegner, okay, 4 Max gegen 4 Max, aber was weiß ich, 3000 Battle Value oder eher irgendein Wert halt, ne?
Dass man dann nämlich durchaus den Gegner mal schocken kann, wenn man sagt, okay, pass auf, ich nehme so einen kleinen hier, wirklich so einen Low-Cast mit da rein oder so, anstatt jetzt 4 Medium-Max oder so, oder was da halt für gerade angemessen ist. Und macht dadurch aber natürlich gut Punkte frei für irgendwas Geiles, Fettes. Wenn man dann das kleine Ding natürlich auch hat, was auch noch ein bisschen was kann, weil der Low-Cast mit den LSR kann was und der mit dem, so wie ich den jetzt ausgerüstet habe, auch, also hier mit 2 Medium, 2 Small Lasern, das ist ja jetzt gar nicht so schlecht, dann ja, kann man da auf jeden Fall schon was mit reißen. So, was nehme ich denn? Eigentlich ist das alles Loot, den ich nicht wirklich brauche, aber wir machen mal hier Max voll, hier auch noch, kriegen wir noch Zusatz-Items. Das sind dann alles Max, deswegen ist das Geld auch so ziemlich stehen geblieben. Ich gucke immer, dass ich nur was verkaufe, wenn ich es wirklich muss, weil, ja, ich muss es sonst ja halt nicht, ne? Und ich würde sagen, sonst, ich gucke manchmal, hatte ich relativ am Anfang der Kampagne immer mal gemacht, wenn es irgendwie knapp wird mit Kohle oder zum Beispiel jetzt ein Mac oder irgendein Teil da verfügbar ist auf dem Markt, den ich unbedingt haben will und mir fehlt dann aber noch ein bisschen was an Geld, dann, dann ist das was, wo ich halt sage, okay, komm, verkaufen wir mal ein paar Macs, um ein bisschen extra Kohle klar zu machen. Wenn ich das richtig gesehen habe, zählen die Macs alle als unbeschädigt. Also ich kann alle wieder einsetzen. Aber erstmal Story. So, der Emerald Dawn. Na, hallo, Davion-Schwein. Mhm. Du bist ein Mercenary, ich weiß, aber du nimmst das Geld von Cunningham. Und das macht dich nun kaum besser als ein Davion und auf jeden Fall wahrscheinlich zu einem Schwein. Okay. Ah ja, also macht uns einfach nur blöd an. Okay. Okay. Sie wollte uns nur mitteilen, dass während wir ihren Mann umgebracht haben, waren ihre Leute unterwegs und haben Geiseln genommen oder Gefangene, eigentlich Geiseln. Zivilisten, die nämlich aus der Safe Zone hinter dem Konfliktraum gefangen genommen wurden. Okay, und sie nennt diese Typen einfach nur Zivilisten, weil Lady Cunningham das immer so macht. Aber eigentlich sind die, ich weiß nicht, was Quislings ist. Ah, okay. Ich denke sowas wie Verräter oder Abschaum oder so, weil die haben sich einfach ihrer Herkunft oder den Rücken ihrer Herkunft zugewandt, so halt, und sich der Davion-Regierung und deren System da unterworfen. Also einfach Leute, die gesagt haben, okay, wir sind jetzt besetzt, wir gehören jetzt halt dazu, dann sind wir jetzt halt Davion. Finde ich natürlich geil. Sie hat ungefähr 2 Dutzend von denen hier und sie ist im Herz von Yuren. So, sie weiß, wir sind hinterher, denn es gibt ja keinen Grund, ihren Mann zu killen und sie am Leben zu lassen. Aber sie will uns nur wissen lassen, dass wir sie nicht killen können. Zumindest nicht, ohne das ganze Gebäude voll von Leuten zu vernichten, inklusive dieser Geiseln. Also sie sagt jetzt so, also, ne, wenn er jetzt nicht hier unschuldiges Blut vergießen soll, dann solltet ihr euch eher verpissen und dahin fliegen und in das Loch verkriechen, aus dem ihr gekommen seid. So quasi. Alter, was? So, wir kriegen keinen Kontakt zu Lady Cunningham, was natürlich doof ist. Also wir können jetzt quasi keine Rücksprache halten und fragen, wie die sich das vorstellt, weil vielleicht wird sie ja sagen, oh nee, dann besser zurückziehen. Vielleicht sagt sie aber auch, nö, auf jeden Fall drauf. So, und deswegen ja, müssen wir jetzt quasi entscheiden. Genau, wir würden unseren Contract nicht erfüllen, wenn die ankommt. Also wenn die Cunningham ankommt und wir aber die Dings noch nicht umgebracht haben. Und es könnte ja sogar sein, dass sie vielleicht sogar das Dropship angreifen und das ist ja hier, das kann man ja gar nicht verantworten. Andersrum können wir eigentlich unsere Mission nicht vervollständigen, ohne Unschuldige zu killen. Ja toll, und dazwischen soll ich jetzt entscheiden.
Tja. Also wir können jetzt sagen, okay, ist halt so, Kollateralschaden passieren, wir müssen angreifen, das machen. Oder ich kann sagen, nee, ich kann das nicht verantworten, wir können nicht einfach hier ein Gebäude voll Zivilisten kaputt machen und das alles nur, um eine Person eine Person auszuschalten. Deswegen werden wir nichts weiteres machen, bis wir mit Lady Cunningham reden können. Da ich hier zwischendurch immer schon mal so ein bisschen fragwürdige Entscheidungen da vielleicht getroffen habe, würde ich ja eigentlich fast sagen, ey, wir machen das einfach, machen alles platt. Aber das kann ich nicht, Leute. Wir können hier keine Zivilisten platt machen. Das geht nicht. Also ich muss das hier machen. So, er sagt, ja, das wird Lady Cunningham wahrscheinlich nicht mögen. Aber unser Gewissen oder so ist, oder unsere Hände sind zumindest sauber. So, aber er macht schon mal klar, dass alle bereit sind, direkt loszuschlagen. Jetzt mal gucken. Geil wäre jetzt, wenn wir jetzt dieses Dropship verteidigen könnten oder so. Naja, okay, auf jeden Fall geht's weiter. Gucken wir mal, wie. Wir gehen wieder auf Maximum Loot, einfach mal so. Battle Urban. Okay, und jetzt darf ich einsetzen, was ich will. Alter, geil. Okay, komisch, aber trotzdem ist die Schwierigkeit nur so gering. Ich würde sagen, ich mache einen Mischmasch. Ich schmeiß den Steel Claw, wobei der war eigentlich ganz cool, ne? Ne, den lasse ich. Ich würde vielleicht auch nicht übertreiben und das ganz fette Zeug einsetzen, aber tja, zumindest so ein bisschen. Hier den Jäger mich mal ausprobieren, aber eigentlich nicht unbedingt auf der Map in dem Setting. Nee, der Grasshopper kommt mit, weil er springen kann. Deswegen sollte ich eigentlich den austauschen. Mache ich auch. So, zack. Hier setzen wir einen anderen Piloten ein, weil die Dings war ja verletzt. Jetzt haben wir schon 20 Tonnen mehr als gerade. Sache ist, wenn ich jetzt den Locust noch austausche, das sind alles so fette Dinger, den Warhammer könnten wir nehmen, aber dann haben wir keinen Springer. Die anderen hier können alle nicht springen, ich glaube der Highlander auch nicht. Ne, also eigentlich schon, aber meiner halt nicht. Ich lasse das so. Wir spielen mit den 170 Tonnen. Ne? Ist zwar doof, ich könnte jetzt hier auch 380 oder so einsetzen, aber wir lassen das mal so. Mal gucken, ob das was wird oder nicht. Also es irritiert mich ein bisschen, weil ich denke jetzt eigentlich, das kann jetzt nicht so super krass sein, weil man diesen Flashpoint ja wahrscheinlich auch schon relativ früh spielen kann. Andersrum ist halt komisch, dass die diese Tonnagebeschränkung komplett aufheben direkt und ja, keine Ahnung, gucken wir mal, ne? Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, was ich machen muss oder was die Mission ist. Okay. Ah, okay, das ist der Plan. Heißt, wir können zwar den Anführer nicht ausschalten, aber wir können denen so viel Schaden zufügen wie irgendwie möglich. Und in dem Moment, wo Lady Cunningham ankommt, kann sie sich dann um die Geiseln und Verhandlungen kümmern. Ja, das ist doch in Ordnung. Das ist doch eigentlich ganz geil. Das hier hätte ich ja nach wie vor noch gerne als Mission. Also, dass man irgendwie so eine Solaris 7-Kampagne also von mir aus hier Solaris 7 Flashpoint oder so spielen könnte. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ich glaube aber nicht. Da hätte ich so Bock drauf. Command Interface initiated. So. Ah, du bleibst also auf Distanz. Gute Entscheidung. Wenn du irgendwie näher kommst, dann werde ich nämlich diese Verräter aus dem 30. Stock werfen. Oh, boah, Alter, wir müssen die auf jeden Fall killen. Ja, er kann gar nicht checken, wie überhaupt irgendjemand ihr folgen kann. Okay, more bad guys, alles klar. Okay, manche machen sich jetzt hier immer noch Gedanken, so, oh ja, Lady Cunningham, nee, die sagt dann irgendwie alles doof oder so. Aber, Darius, so hier wieder, wie er ist, sagt halt wieder so, tja, ist dann so, da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Wir machen jetzt erstmal hier alles platt, so ungefähr. Machen wir auch. Feuer Javelin. Ich würde sagen, direkt rum und drauf, weil, wieso nicht, ne? Aber nicht ganz kopflos, sondern
Hier wäre schon okay. Ne, wir nehmen erstmal den Locust. Der geht ran. 4. Okay, auf mehr komme ich nicht, aber es ist auch schade, ist gebraced. Aber ist egal. Alle Waffen Feuer. Standing by. Ja, komm, man kann den Gen auch noch bauen. Ich hätte ihn sonst gern da unten hinbestellt. Weil der nämlich von der Reichweite her etwas besser aufgestellt ist als der Locust. Aber, Got ja, ich habe nicht gesehen, was es ist. Ein Enforcer wahrscheinlich. AK und schwerer Laser. Jo, Enforcer. Awaiting orders. So, ja, nein, weil da muss ich da aus der Ecke rauslaufen, aber hier hingehen. Ich dachte, vielleicht komme ich mit den MGs dran, aber es kommt noch etwas zu weit weg. Wo ist das? Thunderbolt. Jo. Hm. Commander? Okay, da bin ich jetzt natürlich froh, dass wir dann den Grasshopper mit dabei haben. Lookout, da kommen Droppods. Da scheinen keine freundlichen zu sein. Okay, da kriegen die jetzt gleich Verstärkung. Heißt, ich sollte mich weiter da rüber bewegen, die echt platt machen. Der Thunderbolt ist natürlich schon ein Klotz. Also, dem da in die Arme zu laufen, ist nicht so schlau. Er hat wieder gut Evasion, aber ich gehe den trotzdem weiter an. Location confirmed. Locust als Bait hier hinstellen, wobei viel Evasion war da dran. Trotzdem, ich muss ihn jetzt zuerst ausschalten. Score! Critical hit! Receiving you. Move order received. Ich weiß auch nicht, eigentlich wäre schlau. Sehr schön. Eigentlich wäre schlau, danach den Enforcer anzugehen. Weil er natürlich lange nicht so viel aushält wie der Thunderbolt, aber. Ah, ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Damage is minor, Commander. Ja, doch, er hat nur 2 Evasion dran. Vielleicht tatsächlich darüber laufen und dann. Phoenix Hawk hier so zentral stellen. Macht keinen Sinn. Wir jumpen hier drüber. Ich meine, er kann trotzdem rumkommen und schießen, aber machen wir es mal. Of course. Jetzt auch 2 Evasion. Oh, Alter, siehste? Ein Treffer, Arm ab. Heißt Hälfte Bewaffnung verloren. I lost the standing by. Ich komme nicht vernünftig in Waffenreichweite. Natürlich auch nicht wirklich. Und wir jumpen trotzdem, aber damit etwas weiterkommen als zu Fuß, sag ich mal. Direkt schon Cooling anschmeißen. Und ich bleib trotzdem auf einem Faust. Einmal nicht getroffen. Oh, direkt hier neben. Hä, hey, was ist denn das für eine Fraktion? Weil das ist doch, das ist ein anderes Zeichen. Alter, ein Archer. Waiting for orders. Tja. Ich weiß, dass der da nicht ideal steht, aber ich muss jetzt hier einen nach dem anderen raus machen. Also, ah, der Locust ist natürlich jetzt schon ziemlich im Sack. Ich weiß nicht genau, also ich stelle den jetzt mal hier hin, gehe mit dem hier drauf. Aber ehrlich gesagt, kein Plan, wie ich das genau jetzt hier machen soll. Also, die da sind recht fett. An Thunderbolt Enforcer ist jetzt auch nicht nix. You have orders? Okay, mehr als 3 kriege ich nicht drauf, wenn ich da noch vernünftig schießen will. Have no doubt, it will be done.
scored a critical hit. Oh, Media Tech. Aua. Aua, aua. Okay, schön, dass der noch nicht geschossen hat. Finde ich natürlich ganz gut. Ich, hier krieg ich zwei Evasion drauf. Ja, gehen wir hier hin. Rolling. Gotcha. Shit, auch noch keine schweren Schaden. Internal structure damage. Reporting. Hier kriege ich ihn nicht mehr. Hier würde ich ihn kriegen. Aber nur mit den beiden Waffen. Die mache ich voll gut. Of course! Target lock has been cleared. Sehr schön. Ich kann sagen, komplett offen durch den ganzen MG-Beschuss. Jetzt ist er halt raus. Jetzt muss ich gut überlegen, was ich als nächstes angehe, weil ich sage, ach, boah, das ist so heftig. Also, wenn ich den Thunderbolt im Rücken kriege, wäre natürlich geil. Das ist natürlich auch der mit der AK-20. Also ich müsste hier Distanz aufbauen. Ich meine, das ist nicht der normale, sondern dieser Archer. Aber trotzdem müsste ich zu denen Distanz aufbauen und den erstmal wegmachen. Ich glaube, das mache ich auch. Also so weit, wie es irgendwie geht, hier rüber. In sinnvoll. Hier zum Beispiel hin, weil da habe ich 4 Evasion und kann den in den Rücken ballern. Moving to position. Got it. Hat nicht viel gemacht, aber wenn ich mit dem Rest auch noch auf den Rücken gehe. Location confirmed. Auf jeden Fall ist er hinten jetzt schon auf. Okay, hier ist jetzt die Panzerung auch bald durch, also er hat jetzt schon gut was gefressen. Commander? So, hier hätte ich ein Rückenfeld, aber nur ein Evasion, hier auch. War nicht zu weit weg. Okay, ich glaube, ich mache tatsächlich das. Also ich gehe hier hin. Ja, ich werde nochmal Vigilance nehmen. I'm there. Vigilance, alles in den Rücken. Da ist er schon offen. Ist da die Munition? Left Hause? Naja, mach mal. Ja, trotzdem Munition getroffen auf der anderen Seite. Critical hit, Commander. Aber er steht immer noch. Aber trotzdem, das war schon mal ein ganz guter Schaden. Archer super krass, also vor allem auch diese Variante finde ich mega. Den KSR. Awaiting orders. So, mal kurz überlegen, das ist jetzt eine neue Runde. Hier macht es halt Sinn noch. Ah, der hat die Waffen komplett verloren. Das ist natürlich geil. Heißt, er ist noch irgendwie gefährlich, aber sonst nicht. Aber ansonsten nicht. Waffenmeck mit der AK-20. Den. Doch, den kann ich bewegen. Die beiden. Erstmal ihn weiter wegbewegen, weil die AK-20 da, das ist ja scheiße. Jetzt auch nochmal einen Jump machen, denke ich. Ja, das ist doch gut. Einfach nur schön weit weg. Jetzt so die Frage, wo ich drauf schieße. Trotzdem weiter auf ihn, aber das ist, glaube ich, kein Rückentreffer. Er ist linke Seite. Trotzdem weiter auf ihn, um ihn einfach wegzumachen oder hier hinten schon mal anfangen? Eigentlich sollte man sich so weiter zurückziehen und den Urban Mac relativ ignorieren. Cyan Triumph and Forces, okay. Tja. Ich glaube, ich bleibe erstmal auf dem und mache einfach einen.
Also ich gucke vielleicht, dass ich nach Möglichkeit Distanz zum Urban Mac habe. Oh gut, die AK-20 nicht getroffen. Okay, der ist jetzt natürlich da oben stehen geblieben einfach, ne? Heißt, der ist ein leichtes Ziel. Good to go. Er müsste heiß sein, ja. Das wäre natürlich jetzt doch eine Option, den Urban Mac anzugehen, weil viel Panzerung hat er nicht, aber er hat halt diese AK-20, ne? Yes, Commander. Jenner wird den da auch ganz gut sogar schon treffen. Er ist im Moment heiß, könnte da aber in Nahkampf, das will ich nicht. Oh, das hier wäre geil. Ja, das ist doch okay. Und dann gleich da raus jumpen. On the move. Ich werde gezielt, nee, nicht Multitarget, sondern Precision Strike. So, und der hat die AK im rechten Arm. Und der hat da 30 Panzerungen im rechten Torso auch. Okay, sollen wir mal auf den rechten Torso gehen? Ich glaube schon. Ja, ist sogar leichter zu treffen als der auf dem rechten Torso. Sehr schön. Perfekt. Plan ist aufgegangen. Damit ist die AK-20 nämlich ab. Dann hat er jetzt nur noch einen Small Laser. Yes, Commander. Eigentlich macht es bei ihm nur Sinn, weiter in den Rücken zu schießen, was ich jetzt im Moment halt noch nicht kann. Aber das andere, was ich beachten muss, ich muss hier Distanz gewinnen, damit der mich nicht im Nahkampf kickt oder so jetzt. Ich bin auch dahinter. Ich meine, der Lukas macht jetzt eh nicht mehr viel mit nur noch seiner Halbbewaffnung. Ich könnte jetzt nochmal weiter auf den Urban Mac gehen, mache ich aber nicht, weil der sowieso jetzt schon angefressen ist. Gehen wir auf den P-Walk als nächstes. Ja, Target confirmed. Oder auch nicht, weil er daneben schießt. Damn it. Boah, wieder internen Treffer, wenn ich das richtig gesehen habe. Armor breach. Internal damage. Waiting for orders. So, Grasshopper, was mache ich mit dir? Einfach mal laufen, um ein bisschen Hits abzubauen. Ich muss in MG-Reichweite kommen, sonst bringt das mit ihm nicht so viel. Würde ich hier auch. Aber ich glaube, ich gehe hier hin. Ich glaube, dann kriegt... Ja, wobei, der kriegt trotzdem. Oder ich jump hier hin und schieße ihn nochmal komplett in den Rücken. Oder ich jump gar nicht. Standing by. Sondern gehe hier in den Nahkampf, weil da kann ich trotzdem alle... Aber da bin ich nicht im Rücken. Nee, das ist doof. Also wenn, dann macht nur ein Rückenfeld Sinn. Hier würde gehen. Da weiß ich aber nicht genau. Ich muss den doch im Rücken treffen. Hab zwei Evasion nur. Aber ich mach das. Dann ist der Grasshopper jetzt quasi hier so das Baiting. Der Archer, der wird voll drauf gehen. Aber der ist heiß geschossen. Also mal gucken, was der macht. Ja, ich gehe einfach hier in die Mitte. Aha, ist das wirklich das Rückenfeld? Das wäre es auf jeden Fall. Wobei, das müsste auch Rücken sein. So kann ich. Ach doch, so kann ich direkt drehen. Moment. Ah ne, der steht. Der steht so. Das ist nämlich. Also hier nicht. Das könnte das Rückenfeld sein. Ich weiß nicht. Also wenn das hier die Bereichsanzeige ist und das ist Rücken. Da würde ich ja hier jetzt genau zwischen den zwei Feldern liegen. Ich gehe das Risiko mal ein. Wir machen es mal und gucken mal, ob ich den... Also es hat ja auch geblinkt. Es müsste das Rückenfeld sein. Ja, ist es auch. Okay, Vigilance an, damit wir einfach ein bisschen widerstandsfähiger sind. Und alles drauf. So schön. Zweite Munition auch noch explodiert. Der ist down. Da kommt der Nahkampfangriff, damit er seine Hitze abbaut. Getting banged up. It's go time. So, aber wir waren ja auf dem... Wobei, den habe ich ja gar nicht getroffen. Da könnte man auch den Archer jetzt angehen. Ich glaube, der Archer ist gefährlicher als der Phoenix Hawk. Aber doof ist auf jeden Fall beides. Vielleicht muss ich den Archer auch wieder im Rücken kriegen. Mach ich auch. Got it. So der geilste Move hier. Oh, Alter. Mal daneben geschossen. So der geilste Move, also er steht da ziemlich schlecht. Okay, mit ihm komme ich jetzt natürlich nicht mehr in den Rücken. Der kann ich. Ah, doch.
das machen. Affirmative. Oh, gibt's Treffer. Munition explodiert direkt. Das ist natürlich geil für mich. Er stehen geblieben, das ist natürlich ein bisschen dämlich. Trotzdem werde ich, wenn ich kann, jetzt hier auch noch in den Rücken vom Archer gehen. Scheiße, muss ich aber wahrscheinlich noch einen Jump machen. Ja, mach ich auch. Ah, wir haben ja Cooling noch, sehr schön. Kaputt. Target down. Ja, also ich meine, durch die Rückentreffer, klar kann man ja sagen, ist auch selbst schuld, hätte sich anders hingestellt und so. Aber durch die Rückentreffer haben wir jetzt den Thunderbolt in den Archer echt gut schnell rausgekriegt. Ohne wirklich selbst größere Verluste zu haben, was sehr gut ist. Coordinates confirmed. Das sollte jetzt hier nicht so das Problem sein. Der macht ja eigentlich nichts mehr. Waiting for orders. Hier ist das auch wieder. Normalerweise sind wir jetzt hier in so einem Kreis laufen, hier irgendwo wieder stehen. Aber halt mit plus 3, plus 4 Modifikator und ja, geht hier aber nicht. Dann machen wir jetzt sowas. Ah ne, ich kann den. Ich kann den sogar beschießen, aber täuschen wir ihn. Schießen wir mal. Commander. Dann kriege ich nicht weit genug gedreht. Hier. Vierer Evasion und ich kriege ihn weit genug gedreht. Sehr schön. Man hätte jetzt ja nochmal irgendwie auf den Rücken gehen können, aber ich denke, es geht auch so. Machen wir Cooling mal an. Ging zwar noch mit der Hitze, aber warum nicht? Weil. Gesprengt, geil. Armor breach, internal damage. Yes, Commander. Ja, natürlich schön umgeballert. Okay, jetzt ein Phoenix Hawk. Nahkampf und 2 MG. Nahkampf ist 55, aber Waffen sind 65. Nee, da machen wir lieber so und mit den Waffen. Er hat hier so eine Doppelknarre in der einen Hand, ist natürlich auch geil. I'm here. Ich meine, er hat ja auch jetzt Standard Phoenix Hawk, so ist er auch eigentlich, mit zwei Medium Laser, ein Large. Meiner hat nur ein Large, ein Medium. Ich glaube, dafür habe ich dir mehr Panzerung gegeben oder so, weiß ich nicht. Copy that. Wahrscheinlich habe ich das, weil ich panzer die eigentlich immer gerne alle ein bisschen auf. Okay, die Sonderfähigkeit von ihm zerstört. Das ist nämlich, nachdem der Phoenix Hawk gesprungen ist, macht er extra Damage aus irgendeinem Grund. Aber so ist das hier halt in dem Game mit ihm. Und er jetzt halt nicht mehr. Standing by. I copy. Copy that. Er ist fast dann. Er auch. I think I hit something good. Good to go. Das geht mir schon auf den Sack mit der Bewegung. Ich wäre gern dahin gegangen und hätte jetzt hier Medium und Small Laser geschossen. Aber geht halt nicht, weil mit 1 stelle ich den nicht hin. Aber Karate Kick hier. Komm, das kann ich auch. Machen wir auch Spaß einfach mal. Bam. Ah ne, okay, er gibt eine Faust. Naja, soweit das halt geht. Wieso hat der nicht auch so einen geilen Kick gemacht? Yes, Commander. Fire all weapons. That's a kill. What's up, boss? Jetzt einfach mal stehen bleiben und ihn eben wegmachen. Commander. Kann man ja machen. Copy.
Critical hit, Commander. Yes, Commander. Unleash your cannon. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das hier weitergeht. Target eliminated. So, das waren alle. Also, kann ja sein, dass sie immer noch lebt. Aber ihre Mechs sind alle Geschichte quasi. So, und dieser hier, stimmt, du Söldner Schwein. Du hast ganz viele mutige Freiheitskämpfer heute gekillt. Mhm. Dafür kannst du dir jetzt selbst auf die Schulter klopfen. Aber für jeden meiner von jedem meiner Krieger, die du platt gemacht hast, hole ich mir 3 neue. Mhm. Ah, da ist das Dropship von Lady Cunningham. Okay, und es liest sich ja so, als würde das jetzt angegriffen werden von der Dings. Von der Rebellentante da oder halt Freedom Fighter oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob jetzt noch eine Mission drankommt oder ob es das war. Okay, die sind jetzt beide beschädigt. Piloten aber nicht verletzt, was ja schön ist. Archer nehmen wir, cool. Ja, den Rest, keine Ahnung. Keine besonderen Sachen dabei. Okay, dann nehmen wir halt hier natürlich Enforcer und Phoenix Hawk. Sowieso jetzt fast alles gekriegt. Thunderbolt. Stalker hätte ich gern hier noch. That mech you wanted is back online. Archer, super geil. Okay, also den Lowcast werden wir jetzt. Ich kann nicht zu Storage senden, dann scrappen wir den. Weil ich dann dafür den Archer quasi einsetze. Zweiten Archer endlich, super. So, Commander, ich bin gerade angekommen, um mir die Ruinen von diesem Hauptquartier anzugucken. Aber weißt du, was da passiert ist? Oh ja, das wirst du jetzt sicherlich sagen, ne? Ja, natürlich werde ich euch das sagen. Die Tante da hat einen Raketenangriff auf mein Schiff befohlen und die haben uns 10 Minuten lang niedergehalten, bevor mein Pilot irgendwie es geschafft hat, uns da wieder rauszufliegen. So, und eine Aufnahme davon werden jetzt überall natürlich über den Propaganda-Feed vom Emerald Dawn gepostet. Und deswegen ist sie jetzt halt eine Lachnummer und Norkus, also diese Anführerin da, die ist immer noch sehr lebendig, nutzt das jetzt aus, um ihren Support ja, zu erweitern, auszubauen. So, und jetzt sagt sie, ja, wieso, hättest du es lieber gehabt, wenn dein Schiff in einem Krater von toten Zivilisten gelandet wäre, weil das wäre die Alternative gewesen. Jetzt sagt die, ja, sag mir hier, erzähl mir doch nichts, du hattest einen ganz einfachen Job und du hast verkackt. Also das wäre zwar tragisch gewesen, wenn die Gefangenen gekillt worden wären, aber Haus Davion wäre nicht von diesen Aktionen hier so ja, betroffen, wie es das jetzt ist. Mhm. Jetzt muss nicht nur die Federation das alles wieder in Ordnung bringen, was wir verbockt haben. Mhm. Aber denn zusätzlich müssen die jetzt auch noch über die Gefangenen verhandeln. So, und sie hat jetzt halt, oder sie hat schlechten, also sie hängt da quasi am Haken, weil es geht jetzt um ihren Ruf. Und wenn diese Verhandlungen jetzt irgendwie schief gehen, dann hat sie halt Pech, so. Und deswegen haben wir sie jetzt natürlich in eine ganz schlimme Position gebracht, ist klar. So, und er sagt jetzt einfach mal immer hier Klartext, immer frei raus, ne, sagt so, also was er da jetzt sagt, ist, wir haben schon verstanden, dass es dir scheißegal ist, ob die Gefangenen jetzt leben oder sterben. Alles, was dir wichtig ist, ist, dass du nicht mit dem Tod in Verbindung gebracht wirst. So, und sie sagt jetzt nicht ein Wort mehr, ich will hier bla da, keine Ahnung. Das ist mir jetzt nicht nach Spaßen zumute, Commander. Ich bin total enttäuscht davon, wie das jetzt hier alles so ausgegangen ist. Ja. Ja, und wir sagen jetzt, okay, aber bei allem Respekt, Lady Cunningham, nichts davon wäre passiert, wenn du diese offenen Kriegshandlungen nicht als PR-Gag genutzt hättest. Dann sagt sie, okay, diese Unterhaltung ist beendet, weil ich in einer Geberlaune gerade bin, werde ich trotzdem bezahlen für den Contract, den ihr ja geleistet habt.
Dafür werdet ihr aber schweigen über die genauen Einzelheiten und den Ablauf von dem, was heute alles so passiert ist. Einfach Mund zu halten, also hier steht jetzt Zunge halten irgendwie, aber heißt so, ne, so ihr, du hältst einfach oder ihr haltet einfach euren Mund und lasst mich die Kommunikationsarbeit, die Öffentlichkeitsarbeit ab diesem Punkt erledigen. So, da sagen wir natürlich, ja klar, das können wir machen, sagt sie, okay. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass ihr euch jetzt, dass ihr jetzt eure Sachen zusammenpackt und aus diesem System verschwindet, geht und guckt einfach nicht zurück. So, ich muss jetzt hier ganz viel regeln und bla bla bla, ja, ist klar. Zack und fertig. Naja. Ja, wir haben ja eigentlich einen super Ruf bei Haus Davion, da wir das jetzt auch nicht irgendwie uns da völlig in Verruf gebracht haben. Trotzdem doof. Aber egal, sie sagt auf jeden Fall, ist mir eigentlich scheißegal, was die zu sagen hat, die ganzen Geiseln leben, weil wir das halt so toll geregelt haben. So. Und was noch besser ist, sagt sie jetzt hier, wir kriegen auch noch Kohle dafür. Und deswegen ist es eigentlich völlig egal, ob die jetzt happy ist oder nicht. So, lasst uns dem Rat Folge leisten, unser Zeug packen und einfach wieder uns auf den Weg machen. Wir werden schon bessere Möglichkeiten oder bessere Gelegenheiten finden, um Kohle zu machen. Das hat ordentlich Ruf gekostet, wie ihr hier seht, aber trotzdem bin ich noch in dieser Sterne-Position bei denen. Trotzdem scheiße. So, es gibt eine zweifach verbesserte PPK, es gibt einen Leg-Mod, okay. Targeting System, eine verbesserte LSR-10 mit mehr Schaden, das ist geil. Ein Gyro, eine verbesserte LSR-5. Okay, ist jetzt nicht mega, aber ist es auch nicht scheiße. Keine Lasten und Konsequenzen. Ich sage, das ist jetzt nur so eine Rufgeschichte. Und da der Ruf so gut war bei denen, ist es eigentlich egal. Also wir haben trotzdem noch Zugriff auf die höchsten Missionen. Und ja, das ist natürlich ganz cool. Ja. So, trotzdem muss ich jetzt gucken, weil ich da eher am unteren Ende bin. Jetzt müssen wir einfach erstmal eben schauen, wie das hier so mit den Mechs aussieht. Ein Phoenix Hawk können wir reparieren. Der Archer ist nicht ausgerüstet, den habe ich ja gerade erst gekriegt. So, ein paar Mechs sind einsatzbereit. Und hier gibt es noch eine Menge an Contracts zu tun. Also hier gibt es jetzt noch ein paar Contracts, die man irgendwie machen kann. Die Sache, was ist das denn hier für... Also, Friendly, okay. Die Sache ist, das hier geht wahrscheinlich gegen Davion. Das heißt, wenn ich das jetzt mache, ja, dann gehe ich bei den Federated Suns noch weiter runter, würde diesen Status verlieren, bei denen halt besser sein. Das ist natürlich doof. Wenn hier irgendwas... Das könnte man noch machen. Wenn hier irgendwas gegen Piraten oder so wäre, wäre das viel besser. Weil... eigentlich immer scheiße, weil ich verbaue mir dadurch Missionsmöglichkeiten. Man könnte auch dieses eine minus 6 machen, also hier nicht das, das nimmt zu viel Ruf weg, aber das hier, dann gehe ich hier minus 6 runter und da ein bisschen hoch. Und dann könnte ich danach diese eine, diese Mission machen und gehe da entsprechend wieder hoch und da wieder 6 runter und bin auf dem gleichen Stand wie vorher. Wenn ich das jetzt zuerst mache, dann fallen die Missionen weg hier, weil ich friendly bin. Na, und also hier friendly und die würden mir dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Also muss ich zuerst die Draconis-Mission machen. Ich denke, das kriege ich auch noch hin mit den Mechs, die ich hier so habe. Ich kann trotzdem mal eben einmal gucken, wie es um meine Piloten bestellt ist. Yes, Commander. Good to go. Hey. Reporting. Ja, noch nicht ganz alles aufzählen. Good to go. Reading you. Mech Warrior Training complete. Yes, Commander. Yes, Commander. Orders? Standing by. Yes, Commander. Ready for orders. Okay. Training. Shop nochmal checken hier. Mal gucken, ob es irgendwas Tolles zu kaufen gibt. Und Annihilator. Ach ne, ist nur ein Teil für einen Annihilator, aber Annihilator eh nicht so ganz geil. Hier finde ich Hatchetman-Teil sehr cool. Kaufe ich auch einfach direkt. Achso, und hier ist der andere Hatchetman, die andere Variante. Okay, scheißegal, kaufe ich auch. Sind halt wie gesagt nur Teile. Ich kann daraus noch keinen kompletten Mech bauen. Ansonsten nichts, schade. Mal gucken, ob es irgendwelche besonderen Sachen gibt. Hier besonderes MG kaufe ich. New weapon systems available. Und ansonsten gibt es hier nichts Besonderes. LBX-Munition, aber eben nicht die Knarre dazu. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich mal gucken.
So, und eigentlich war ich schon gerade halb dabei zu sagen, als Kickstarter-Charakter wieder zu sagen, ja komm, reicht für heute, aber weil ja so lange jetzt nichts von MechWarrior gekommen ist, würde ich sagen, werden wir einen Contract noch machen. Und zwar, ich würde lieber den da machen, aber das geht dann nicht von dem Ruf, weil ich will hier nicht runterrutschen, weil sobald ich das nicht mehr habe, den Stern, kann ich dann diese andere Mission wieder nicht machen. Wir werden deswegen das hier machen. Voll auf Loot. Eigentlich wie immer. Und hier jetzt auch keine Spielerei. Hier setzen wir die fetteren Mechs ein. Aber die Frage ist, welche. Also wir nehmen den mal mit hier als Fire Support. Einfach mal zum Ausprobieren. Hatte ich ja gesagt, weil eigentlich noch nicht gemacht. Den Zeus nehme ich mit. So, und jetzt die Frage, ob auf Nummer sicher gehen, den Highlander oder Banshee. Wahrscheinlich lieber den Highlander. Ich glaube, so meist Grasshopper bleibt, weil der ist eigentlich ganz nett. Oder wir nehmen Banshee statt Grasshopper? Nee. Wir sind nicht... okay, Margen. Aber Ambush Convoy, also ist auch ein bisschen auf Geschwindigkeit. Der Highlander ist so lahm. Dann nehmen wir, glaube ich, die Banshee anstelle vom Highlander, weil der ein bisschen schneller ist. Ja, so mache ich es und der Grasshopper bleibt. Genau, das ist okay. Ja, ich bin gespannt. Der Jägermech hält halt überhaupt nichts aus, aber hat halt schön Long Range, also schön Fire Support Weapons. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Den Warhammer hätte ich noch gerne eingesetzt, weil ich hatte ja gesagt, den habe ich auch kaum eingesetzt hier irgendwie. Aber ich will ja auch die Mission auf jeden Fall schaffen und jetzt hier nicht irgendwie noch großartig Sachen verlieren bei so einem, ja, 3-Punkte-Auftrag da. Wie ich schon so oft gesagt habe, das heißt nicht unbedingt was. Es gibt Dreier-Contracts, die, also hier steht halt, je höher die Difficulty-Rating, desto mehr Drop-Tonnage ist erforderlich. Das ist zwar auch im Prinzip richtig, aber trotzdem gibt es Missionen, die haben nur 3 Sterne, sind aber höllenschwer. Und es gibt andere Missionen, die haben eine höhere Wertung und gehen dann. So, wir sollen die intercepten und dahin wollen die fliehen. Okay, dann laufen wir nicht gerade drauf zu, sondern hier so rüber. Weil ich jetzt nicht wirklich die schnellsten Mechs dabei habe. Move order received. Rolling. Und es ist immer doof, wenn man jetzt hier eine Mission verliert oder so, oder die dann nicht erfüllen kann, weil die einfach dann schon weg sind. Our target is within sensor range. Ja, wo sind sie denn? Was, da ganz hinten? Escorts, Konvoi, aber die müssen da hin. Das sollte doch eigentlich gar kein Problem sein, würde ich mal schätzen. Coordinates received. Confirmed. Okay, war ich doch ganz richtig hier. Location confirmed. Was ist das? Vindicator. Banshee könnte ruhig schießen, die kann ein bisschen was ab. Reporting enemy contact. Banshee M, auch eine von den Dingern, die ich mir 3D-mäßig gedruckt habe. Mega, natürlich nicht mit der Kastenbewaffnung hier, sondern ja, wie eine Banshee M nun mal ist, also mit den beiden PPK und ich weiß nicht, 2 Laser noch oder so. Jetzt mal kurz überlegen, das hier ist der Grasshopper, der muss ran. Das hier ist der Jägermech. Der muss nicht ran. So, der sollte sich zum Beispiel hier hinstellen, da habe ich ein bisschen Deckung. Und dann einfach von jedem schön schießen. 2 Large Laser, 2 LSR-15. So, ich gebe dem direkt mal hier verbesserte Dinge, so also Precision Strike. Einfach um höhere Trefferwahrscheinlichkeit zu haben. Normalerweise hat diese Variante, meine ich, 2 AK-2 und 2 LSR-15. Weiß nicht genau. Der hier hat also auf jeden Fall ein bisschen mehr Schlagkraft. Aber macht natürlich auch mehr Hitze. Lifting up. In diesem Biom hier ist natürlich schlecht mit Hitze generell. Aber irgendwas ist halt immer, ne? Schön, dass der nicht so gut getroffen hat, denn er macht Bonushitze mit seinen blöden Entfernungen. So, Zeus und Banshee. Der Zeus ist ja... Ah, wobei, der hat ja alles ein bisschen... Geht trotzdem hier hin für Coverage, weil warum nicht? Ah, ich kann mit dem auch nicht Beschuss aufteilen. Okay, dann geht der auch komplett auf den Vindicator. Confirm. Schon rein ab. Scored a critical hit. Vindicator sieht schon geil aus. Cooler Mech. Also auch wenn er nicht so groß ist, aber macht ja nichts.
da ist wahrscheinlich wieder so ein Bulldog. Light damage, Commander. Good to go. So, und die Banshee ziehe ich einfach mit. Ai, ai. Der kann Beschuss aufteilen, dann werde ich das auch tun zwischen ihm und ihm. So, und auf A gehen. Ach so. Ich kann eh nicht mit vielen Waffen schießen. Okay, nee, dann brauche ich ja nicht den Beschuss aufteilen. Dann gehe ich komplett auf den Weg hinter. Copy that. Okay. Hätte ich doch aufgeteilt, hätte ich sie vielleicht beide gekriegt. Aber ich meine, hätte ich jetzt nicht genau den Center schon mit dem ersten Schuss getroffen, dann wäre es halt nichts geworden. Oh, ein LS Echo. Sowas ist natürlich nicht so nett. My armor's getting stripped off. Demolisher. They've got a sensor lock on me. So, kein Bulldog. Oh, der Bulldog kann ja, ich weiß nicht. Mech Warriors, show 'em what you got! Oh, der Bulldog hat ja gar keinen. Ach, was weiß ich. Hm. Took a hard hit there. Commander? Eigentlich müsste er stehen bleiben und nur schießen. Das Ding ist, dass ich hier die Laser nicht schießen kann. Aber ist egal. Wir gehen nämlich hier auf den LSR Carrier. Vielleicht reicht das schon. Schön. LSR und SRM sieht schon geil aus. LSR und SRM Carrier halten nicht viel aus. Commander? Aber verteilen halt ordentlich. So, Grasshopper auch einfach nach vorne jetzt. Demolisher da hinten angehen, weil die X-AK fressen muss nicht unbedingt sein. Werde ich jetzt aber wahrscheinlich vielleicht. Fetthitze dazu. Drecksentferner-Teil. Ready for orders. Confirmed. Putting my weight into it. Och Mann. Schade, Benji-Treffer sonst immer geil im Nahkampf. Warning, heavy damage. Yes, Commander. So, einfach vorne rein. So, die Frage ist, auf wen ich gehe. Hier haben wir Manticore, Inferno Carrier. Noch Manticore, noch ein Inferno Carrier oder den Demolisher. Den Demolisher werde ich jetzt, da komme ich auch nicht mit allen Waffen hin. Manticore oder Inferno Carrier? Ich glaube sogar fast den Inferno Carrier ohne LSRC. Wollen wir mal Cooling anmachen. Weil der Zeus hat durchaus Hitzeprobleme und hier sowieso. Das könnte aber reichen für den. Okay, AK-10 hätte schon gereicht. Ich meine, man könnte vorher immer genau auf die Panzer gucken, schauen, was für einen Wert er da noch stehen hat und bla bla und so weiter, aber egal. Gut, die Banshee, ich habe einen extra immer hier so vorne hingestellt, weil... Aua, was soll das denn? Weil normalerweise schießen die natürlich, oder können die ruhig erstmal darauf schießen. Jetzt so langsam reicht es aber. Also der hat jetzt schon ordentlich Panzerungen verloren. Leider hat der Pilot ja schon zweimal Schaden gekriegt. So langsam wird's heftig. Fetthitze. Critical hit. Critical hit. Also die Banshee ist natürlich jetzt schon gut angekratzt. Vulcan muss ich jetzt wärmer. Alter, mit ihren scheiß Flammenwaffen. Wieder ein Head-Hit. So, wen haben wir hier? Den Grasshopper. Good to go. Den Jägermech. Also wir müssen jetzt den Vulcan angehen auf jeden Fall. Zum Beispiel so. Roger. Affirmative. Mach jetzt ab. Und I think I hit something good. Trotzdem ist der Vulcan noch gefährlich. Grasshopper, so das Ding ist, ich würde zwar natürlich gerne schießen, aber ich habe so viel Hitze. Und hier sind ja auch diese ganzen Hitze-Drecksteile noch. Hier habe ich kaum Invasion. Ich hätte ihn gerne im Nahkampf, aber... Okay, das wird gehen. Ja, steht die Banshee jetzt relativ... Ah ne, ich ziehe den Zeus gleich davor.
So, das ist ganz gut. Ich lass mal einen Large weg. Oder sogar... Ich lasse beide Larges weg. Reporting critical hit. Armor blow through. Internal damage. Orders. Tja, stand up. Ah, Banshee ist jetzt schon echt gut angegriffen. Blöd. Alright. Weil die Frage ist, was ich mache. Ich könnte entweder sprinten und hier irgendwo in Deckung gehen. Ich könnte auch jetzt hier oder da in den Nahkampf. Also ihn würde ich wahrscheinlich zerstören. Ihn weiß ich nicht. Aber da stehe ich dann voll vorne drin. Ja, das ist alles nicht so geil. Ich mache das noch anders. Ich gehe hier hin, schieße auf ihn nur mit den MGs und mache Vigilance an. Achso, warte mal. Und hier Cooling auch noch. Ich habe diese Hitze jetzt gekriegt wegen dem scheiß Burning Gel von den Inferno-Raketen. Deswegen kann ich alle nicht mitschießen. Doch, den könnte ich mitschießen, mache ich aber nicht. Ich schieße nur mit den MGs und gehe dann in der Hitze runter. Ja. Acknowledge. Das hat ihm nicht viel gemacht, aber die Hitze ist auf jeden Fall wieder ein gutes Stück runtergegangen. Ja, auch noch das Burning Gel. Der hat doch eh auch Hitzeprobleme, Junge. What's the plan? Und der hat auch nicht wirklich Nahkampfzeug. Trotzdem müsste ich mit ihm jetzt einmal hier Nahkampf machen, damit die Hitze runtergeht. Ich meine, ich muss natürlich gar nichts, aber ich will den da jetzt endlich weg haben. Und... As you wish. Da er jetzt nichts dran hat, ja, er geht gleich wieder auf die Hitze. Da er jetzt noch nichts wirklich dran hat, aber auch kein Invasion, wenn die eher auf ihn schießen als auf die Banshee hoffentlich. Und der Zeus ist halt noch ziemlich frisch. Auch ein Kopftreffer, aber ignoriert, weil der eine Ausrüstung hat. Auch so ein Kopftreffer. Commander, noch ein Hit. Alter. So, was machen wir? Das ist der Jedermech, das ist die Banshee. Das ist der Grasshopper. Grasshopper nach vorne auf jeden Fall und drauf. Ich will die ganzen MG schießen. Jetzt den Demolisher angehen. Die sollte man eigentlich alle eher von hinten treffen. Ich glaube, ich kriege aber auch DFA-Schaden auf Fahrzeuge. Ist aber, glaube ich, egal. Ich mache das trotzdem. Einmal Todessprung plus die ganzen MGs. Nice. Here it comes. Warning. Enemy reinforcements detected. Sieht zwar von einer, also Todessprung sieht von der Animation nicht so geil aus, aber recht effektiv. Jetzt muss ich gleich nochmal gucken, ob ich den Schaden auch gekriegt habe, weil eigentlich bekommt man selber. Ja, habe ich. Aber ist okay. So. Jetzt ist die Frage. Der Jägermech bleibt auf jeden Fall hier hinten stehen und macht weiter seine Fire Support Rolle. Sehr cool. Normalerweise hat er hier dann noch voll die Läufe, aber durch die Laser hat er das natürlich jetzt hier nicht. Also auch diese Variante mit dem LSR. Also ich glaube, ich schieße den Inferno Carrier ab. Ja, das macht ordentlich Hitze, aber ist egal. Ein Ärgernis weniger heißt zwei Panzer jetzt noch. One for the scrappy. Waiting for orders. Kommen wir nicht mit dem MG dran. Wir auch nicht. In dem Fall gehe ich erstmal hier hin zurück und mach Brace. Einmal um die Hitze abzubauen, aber zum anderen auch um die Bench jetzt ein bisschen zu schonen. Wie viel hat der eigentlich? Also ein normaler Demolisher hat 2 AK-20. Der hier, okay, hat 2 LBX AK-10. Awaiting order. Okay, Zeus im Nahkampf. Moving out. Sehr schön. Okay, Konvoi ist zerstört. Ich könnte mich jetzt also verziehen. Dann mache ich natürlich auf jeden Fall noch nass. Aber vielleicht mache ich die Verstärkung bei den Armor. Mal gucken.
reporting internal damage. Hey there. Besser yes, wäre, Commander. Genau, jetzt hier. Heck. Jo, und die ganzen Videos. Ja, das ist doch gut. Ha! Der ist doch mal voll der Killer, Junge. Ich meine, klar war Heck und Fahrzeuge bekommen erhöhten Nahkampfschaden hier in dem Spiel. Deswegen Nahkampf immer ganz gut mit sowas. So, okay, und außer Dingsreihenfolge raus, obwohl der mich da hinten ja beschießen konnte. Aber mir soll es recht sein. Scheiße, dass der jetzt gesprintet ist, weil eigentlich muss er Hitze abbauen. Wie Primary Target? Das ist doch gar nicht Primary Target, hab ich doch schon weg. Das ist natürlich kacke, dass der Jäger nicht den Kampf jetzt hier anfängt und schon komplett heiß ist. Okay, und der sollte jetzt nicht unbedingt weiter beschossen werden, weil ist nicht so das geile Panzerungsviech. Was haben wir denn hier? 50, 45, ein Assassin, 40 Tonnen. Yes, Commander. Ach, doof, dass der Grasshopper jetzt schon so viele Pilotentreffer hat, weil der sollte natürlich eigentlich ran. Location confirmed. Copy that. What's up, boss? Bleibt trotzdem stehen. Mit der Hitze gucken jetzt. Machen wir so. Locked on target. Reporting critical hit. Yes, Commander. Oh, sehr schön, hat er gereicht. Tango down. Er hat auch drei Treffer schon gekriegt, hier mit der Banshee. Aber da habe ich ja zum Glück genügend andere, die auch so hohe Werte haben. Von daher. So, Jägermech, Grasshopper, ja, und hier steht eine Trebuchet und ein Vindicator. Oh, das ist der Vindicator mit der wenig Panzerung. Sehr coole Variante, wie ich finde, weil der sehr schnell ist. Aber der dürfte fast gar nichts an Panzerung haben. 60, 40, ja. Viel weniger als die Trebuchet. Und Trebuchet ist auch nicht der Panzerungsmeister. Heißt, für den Jägermech stehen bleiben. Und voll drauf. Ihn kann ich zwar leichter treffen, ich gehe trotzdem zuerst auf den Vindicator. So, mit der coolen Vent-Fähigkeit ist das so natürlich auch geil mit den Waffen, weil man hätte ja sonst überlegen können, so viel Hitze wie der macht, ich meine, jetzt ist ja auch noch dieses Maßbogen, dass man vielleicht einen Large Laser einfach komplett rausschmeißt, also nur einen hat und zwei lässt er 15, einfach die ganze Zeit feuern kann, man bei den Zings nimmt, das weiß ich, noch eine Tonne Munition oder ein bisschen mehr Panzerung. Aber so finde ich halt trotzdem geiler, also zum einen kann ich es mit dem coolen Vent ausgleichen und zum anderen, ist es besser, weil man einfach mehr Feuerkraft hat. Ne? Wir schmeißen das Ding auch mal an. Leider noch nicht in MG-Reichweite. Die drei können. Reporting. Eigentlich könnte der Zeus auch stehen bleiben, einfach schießen. Das macht er auch. Alles. Das Cool Invent ist echt tatsächlich die, finde ich, inzwischen mit geilste Fähigkeit. Wobei, belegt vielleicht den ersten Platz zusammen mit Multiple Target, weil dass man auf mehrere verschiedene Ziele schießen kann, macht natürlich Sinn. Und das, meine Klonen können es eigentlich fast immer, aber ich finde es super ätzend, wenn man dann mal wieder einen dabei hat, der es nicht kann.
Moving to position. Allerdings, ich sag ja, das Coolant Vent ist, glaube ich, auf jeden Fall noch wesentlich mächtiger, weil man einfach damit die ganze Zeit oder fast die ganze Zeit was machen kann. Also hätte der Jäger-Mech hier oder auch der Zeus, hätten die das nicht, dann, ja, weiß ich nicht. Könnte ich immer nur alle zwei Runden schießen oder so. Das ist schon ein bisschen doof. Wenn man sich einen Mech entsprechend baut, dass der, so wie ich das eigentlich immer mal ganz gerne mache, ein Jenner oder so kann das super, ne? Rangehen, alle Waffen schießen, fast komplett heiß sein, aber dann in der nächsten Runde einmal Nahkampf und alles ist gut. Alle sind glücklich und Hitze ist wieder unten. Roger that. Da kann man sowas natürlich dann mal machen. Grasshopper, das ist Banshee, ja, da wollen wir hin. Sollen jetzt bitte treffen. Position confirmed. Bam. Rechtes Bein abgeschlagen. Und den rechten Torso und den Arm auch noch. Und LSR-Munitionsexplosion, alles. Bleib da einfach stehen und tritt einmal nach. Das sind die beiden, die so viele Kopftreffer gekriegt haben, deswegen das jetzt die Rache da. Was hat der Grasshopper hier eigentlich für ein komisches Schema? Well done. Alles zerstört. Okay, continue. So eine LBX-AK zu bergen von dem Demolisher, das wäre jetzt mal geil, weil ich meine, die ganzen Mechs und das Zeug brauche ich eigentlich nicht. Aber LBX-AK wäre mal cool. 24 Tage ist ja noch, okay, das geht ja sogar noch. Wahrscheinlich, weil auch inzwischen hier so Krankenstation und alles so super ausgebaut ist. Guck mal, der Zeus sogar am meisten Abschüsse erzielt. So, da, ja, natürlich nichts dabei. Eine verbesserte KSR2 ist wenigstens noch eine geile Verbesserung mit dem Plus-Damage, deswegen nehme ich die auch tatsächlich mit. LBX-Ammo, aber keine Knarre. Hm. So, was können wir denn hier nehmen? Tribbische M brauche ich, brauche das eigentlich alles nicht. Ich nehme trotzdem den Vindicator AA, weil es eine coole Variante ist einfach. Dann nehmen wir Assassin, weil immer geil. Okay, und dann nehmen wir den noch, haben wir einen vollständigen Mech. Hm, na gut, und halt den Vulcan. Okay, so viel dazu. Wir kriegen alle Mech-Anteile. Deswegen gehe ich ja halt immer so hoch mit den Salvage Rights, dass man immer schön viel mitnehmen kann. Gut, das war auf jeden Fall die Draconis-Mission oder die Kombinats-Mission. Auf dem gleichen Planet wird jetzt noch die andere Mission stattfinden, die Davion, damit wir da mit dem Ruf wieder im Reinen sind. Ich check jetzt nur einmal kurz den Angel, genau der AA, ja, ne, super wenig Armor, aber Greater Speed und Jump Capability. Ich finde das cool. Also ich kann mir vorstellen, dass es als Pilot nicht so geil ist, weil man halt in einem ziemlich fast ungepanzerten Ding sitzt. Trotzdem geil. Trotzdem kommt er jetzt erstmal in Storage, weil kann ich hier nicht gebrauchen gerade. Ich gucke jetzt nur kurz, ob der Contract da ist. Ich bin ja schon eine ganze Zeit dran, deswegen werde ich das nächste noch nicht machen. Genau, ich habe jetzt immer noch alle Missionen, sehr schön. Wenn ich jetzt die noch machen würde hier, dann wären die hier alle nicht mehr verfügbar, sondern nur noch auch, so wie da, Restricted Access, weil mein Ruf nicht hoch genug ist. Deswegen mit der nächsten Mission werde ich hier eine von den fetten, ich weiß nicht, das da wahrscheinlich machen. Man könnte sonst gucken, ob man... Es gibt da minus 6, hier plus 8. Und die gibt da minus 8, hier 10. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie hoch hier dieser Ruf eh schon ist bei denen, weil vielleicht könnte man das sogar doch nochmal... Ah, okay, ich habe 82 und 80 brauche ich Minimum. Zwischen 80 und 100 bin ich nämlich honored. Das heißt, also um Store-Discount ins Zeug da oben geht es nicht, sondern nur, dass ich die Mission auch annehmen kann hier. Heißt, ich käme, wenn ich jetzt diese Mission mache... Ah ne, achso, das ist gegen die Kapellaner, das ist sowieso völlig egal. Ja, alles klar, dann könnte ich die nämlich noch machen. Und danach doch die und gehe hier halt wieder ein bisschen runter, aber bin jetzt erstmal 10 hochgegangen. Das ist geil. Also könnte ich sogar noch zwei Missionen machen und nach der sogar noch eine Davion und dann erst hier zu dem nächsten Planeten fliegen. Das ist ein sehr guter Plan. Ich glaube, genau so wird es gemacht.
aber nicht in diesem, sondern im nächsten Video. Und ich weiß, ich habe das jetzt schon häufig gesagt, von wegen, ja, das sehen wir dann im Video, und habe ich doch einfach weitergezockt. Das werde ich jetzt hier aber tatsächlich mal im Ernst nicht machen. Ich habe auch noch ein paar Mechs zum Einsetzen, das heißt, ich muss auch keine Zeitsprünge machen oder so. Heißt, wir sind an dieser Stelle einfach mal jetzt raus. Also ich bin an dieser Stelle einfach mal raus. Ich sag an euch danke fürs Zugucken. Und beim nächsten Mal steigen wir einfach genau hier wieder ein. Und machen das, was ich gerade gesagt habe. Also diese ganzen schwierigen oder höher bewerteten Missionen hier auf diesem Planeten. Ja, und werden danach dann wahrscheinlich zu diesem Prototypen-Dings da Auftrag springen. Und den weiß ich nicht, dann wahrscheinlich nicht mal. Ja, oder im nächsten Video, ich weiß es noch nicht. Gucken wir dann. Also, ich bin erstmal raus. Danke und bis denn.